Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 449. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hi, hallo. Die Patricia, der wir nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Hallo, vielen Dank. Und wir haben heute einen Gast, der Marc Heinrich von der FAZ ist da und will mit uns über die Eintracht reden. Hallo Marc. Hallo, so machen wir das. So machen wir das, genau. Wir haben auch viel zu besprechen, wir haben extra gesammelt. Wir reden über Fenerbahce, Wolfsburg, Köln, über Mitgliederversammlungen und was uns sonst noch rund um die Eintracht einfällt. Aber natürlich, wie gewohnt, kommt zum Einstieg ein bisschen Housekeeping. Wir sind ja nach wie vor glücklicherweise noch ein Podcast, der sich nahezu komplett von Hörerinnenspenden finanziert. Und das finden wir ganz, ganz großartig. Und ich suche ja immer hier stellvertretend mal raus. Und diesmal habe ich ein bisschen mehr gesucht und habe mal drei alte Häsinnen in Anführungszeichen rausgesucht, die uns schon sehr lange unterstützen, nämlich der Jürgen, die Katrin und die Simon. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann guckt ihr mal bei eintracht-podcast.de vorbei und da gibt es eine Seite Support und da findet alles, was ihr wissen müsst über PayPal und Konto und Empfehlungen und so weiter und so fort. Und wir freuen uns dann ganz doll. Versprochen. So. Und jetzt reden wir über Fußball. Donnerstagabend, 21 Uhr, 25.000 Fans im Frankfurter Waldstadion, rot erleuchtet. Ich habe gehört, Menschen in dieser Runde hier fanden, dass das ganz toll aussah. Oder Menschinnen, ja. Wer weiß. Ja. Und die Eintracht spielt 1-1 gegen Fenerbahce. Fangen wir doch mal mit unserem Gast an. Marc, warum bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Jetzt muss ich in mich gehen. Also, wenn man die Anfangsphase sich nochmal vor Augen führt, da hat nicht viel drauf hingedeutet, dass die Eintracht einen halbwegs stabilen Abend durchleben würde. Sie hat sich dann mit dem Ausgleichstor gefangen, aber sie hat mich nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, wenn mein Herz komplett für die Eintracht schlagen würde, ich wäre zufrieden mit dem, weil ich glaube, du willst, wenn du in so eine Europa-League-Kampagne gehst, du startest mit einem Heimspiel, du hast das Stadion halb voll, dann willst du eigentlich gewinnen und das ist nicht gelungen. Hm. Marvin, wie ging es dir nach dem 1-1? Okay. Ja, das beschreibt schon ganz gut, also ich mag ja die journalistische Distanz, die der Marc jetzt ausgestrahlt hat, indem er gesagt hat, ne, wenn man es mit der Eintracht im vollen Herzen hält, aber es ist halt so, dass es da durchaus, ja, es gibt mehrere Betrachtungsweisen, also was ich am Anfang so ein bisschen habe vermissen lassen, war diese ganz klare Spielidee, wie wir merken, ja, wenn wir über die ganzen Partien uns Gedanken machen, sehen wir ja schon, dass es immer besser wird, dass Dinge immer besser zusammenlaufen. Aber es war so, dass dieses Big Fight Feeling noch ein bisschen gefehlt hat und Fenerbahce auf der anderen Seite auch bissig war, im Endeffekt auch zu mehr Torabschlüssen gekommen sind und die Eintracht sich eigentlich bis zum 16er durchaus gut schlägt, aber die letzten entscheidenden Aktionen nicht so platzieren kann. Und das war dann zwischenzeitlich ein wenig schwierig. Ich muss aber trotzdem sagen, dass auch Fenerbahce, das Spiel gegen Fenerbahce, ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Besserung der Eintracht war. Also ich muss sagen, ich erkenne halt eine Formkurve, die zeigt konsequent nach vorne. Ich hab Spieler gesehen, die herausragend waren, wie ein Jakic, über den wir immer noch und immer öfter sprechen können. Ich habe auf der anderen Seite gesehen, dass das Duo Kostic und Lammers jetzt immer besser zusammenwächst. Also da habe ich viele positive Dinge gesehen über die Außen, über die beiden Rechtsverteidiger Durm und Da Costa müssen wir vielleicht nochmal separat sprechen, denn auch das verfolgt uns ja über Länge. Aber im Grunde muss ich schon sagen, die Eintracht kam mir dann besser rein und wie Marc das ja richtig gesagt hat, und dann auch den Ausgleich mit Lammers, das hat er sich ja komplett verdient gehabt, nachdem er ja schon ein paar Chancen hatte. Es war aber dann leider so, dass man am Ende gedacht hat, okay, warum wären nicht sogar 3 Punkte möglich gewesen? Aber dafür hat der Entscheidende bis nach vorne dann gefehlt und vielleicht auch die Wechsel. Gut, und dann kam halt noch der Strafstoß. Also man kann schon zufrieden sein mit dem 1-1, wenn du den 90. einen Strafstoß hinnehmen musst, ne? Also ja. Guter Punkt, auf ja. Jeden Fall. Der Strafstoß. Patricia, wie hast du das im du hast es im Fernsehen verfolgt, ne? Oder beim Stream? Ja, im Fernsehen, Stream, was auch immer, TV Now war das ja. Ja. Mhm. Ja, da habe ich es verfolgt. Ja, sehe ich ähnlich. Also ihr habt das, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Auch Marvin mit den
positiven Punkten, was auch viel mit den Neuzugängen zu tun hat, fand ich. Also Lammers, Jakic und auch mit den, ich sag mal, Rückkehrern, die keine Rückkehrer sind. Kostic auch weiterhin sehr, sehr wichtig. Ja, ich fand es auch im Endeffekt das 1-1, da muss man, denke ich, auch mit zufrieden sein. Fenerbahce ist auch ein Team, die waren ja, wenn ich richtig informiert bin, ungeschlagen bis dato. Ich habe es dann nicht weiter verfolgt, aber ich glaube auch in der Liga, die haben eigentlich fast durchweg gewonnen oder halt unentschieden gespielt. 3 Siege, 1 Unentschieden in der Liga, ja. Ja, und die sind schon auch gut in Form, während die Eintracht ja noch so ein bisschen sich selbst findet. Von daher denke ich, ist das in Ordnung, auch wenn man auch drüber nachdenkt. Kostic hatte ja auch so eine Chance, wo es mich ein bisschen ärgert, dass sie nicht reingegangen ist. Also der hat ja auf den Torwart geschossen, ich weiß nicht mehr, welche Minute es genau war, und hat dann den Nachschuss auch nochmal bekommen und den auch nochmal auf den Torwart geballert. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen ärgerlich. Also es gab halt so ein paar Szenen, wo man sich denkt, okay, da hätte man es vielleicht zu seinen Gunsten drehen können. Ja, letztendlich hat man dann auch nochmal Glück gehabt, dass das mit dem Elfmeter dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, weil ich finde, eine Niederlage hätte dann schon auch wehgetan, trotz allem. Also auch wenn man sich selbst ein bisschen schwer getan hat im Angriff und Fenerbahce nicht schlecht war, ich finde, so eine Niederlage wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu hart gewesen. War ich tatsächlich aber auch ein bisschen verwundert, dass der Schiedsrichter das dann so, also diesen Elfmeter dann halt konsequenterweise nicht gibt, weil ich bisher das Gefühl hatte, dass man zwar diese Regel hat mit dem von wegen, der Torschütze darf nicht zu früh oder man sollte generell nicht zu früh in den Strafraum laufen, aber wenn es der Torschütze ist, ist es gleich richtig schlimm, dass man das bisher in der Vergangenheit nicht so konsequent umgesetzt hat oder vielleicht habe ich da auch nicht richtig aufgepasst. Ich fand tatsächlich ein bisschen, also ich fand es ein bisschen verwunderlich, dass er das so konsequent umsetzt. Aber am Ende haben wir davon ja durchaus auch profitiert. Auch wenn die Spieler von Fenerbahce, glaube ich, lange gebraucht haben, um zu verstehen, was da jetzt schiefgelaufen ist an der Stelle. Ja, ich habe das aber schon mehrfach eigentlich gesehen, dass da auch relativ kleinlich gepfiffen wurde. Und für uns war es, ja, es ist wie es ist. Aber ich fand trotzdem, was wichtig war, und das hat ja, habt ihr jetzt auch gerade nochmal gesagt, dass der Elfmeter halt nicht reingegangen ist. Und der ist ja nicht aus Zufall nicht reingegangen, sondern weil wir einen guten Torhüter da auch hatten. Und der uns weiter dementsprechend die Dinger da rausholt. Das war sehr, sehr wichtig. Zeigt sich aber halt, dass diese kleinen Unkonzentriertheiten halt auch dazu führen, dass du dir normalerweise zumindest diesen einen Punkt nochmal ganz schnell kaputt machen lassen kannst. Da ist so ein bisschen fehlende Sicherheit einfach noch drin, ne? Ja, fehlende Sicherheit und das, was du schon angesprochen hast, dass wir halt in der Offensive mit den Chancen, die wir uns ja bis zum gewissen Punkt, und das hast du ja in dem Spiel auch wieder sehr gut gesehen, sehr gut herausspielen, wir dann halt am Ende irgendwie zu wenig draus machen. Also es gab so mehrere Situationen, wo wir an vielen Stellen die falsche Entscheidung getroffen haben. Ich fand, Kamada hat ein bockstarkes Spiel tatsächlich gemacht, aber auch er hatte immer wieder so Momente drin, wo er dann die falsche Entscheidung trifft. Jakic, den ich herausragend finde als Sechser tatsächlich, der aber auch sehr oft falsche Entscheidungen getroffen hat und wir verlieren so diese unnötigen Bälle sehr oft oder wie soll man das sagen? Bei Jakic würde ich sagen, in der Umschaltbewegung, in der Balleroberung ist er schon erstaunlich stabil und ein zweites Spiel. Ja, genau, antizipiert gut, steht gut im Raum, steht auch dicht dann an dem angespielten, also er bietet quasi seinem Gegenspieler an, angespielt zu werden und stellt ihn dann. Und wenn er dann in die Gegenbewegung geht, dann will er irgendwie eins zu viel und dann rennt er fast so, ja, ich hatte, Ante Rebic hat heute, glaube ich, Geburtstag, wenn ich das richtig, ich finde, das ist, Jakic ist irgendwie so ein Rebic-Verteidiger. Ich finde, das ist so ein Double, so Kopf voran und mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ja, das stimmt, das passt so ein bisschen. Ja, es gleicher passt Ort. Tatsächlich sehr gut, ja. Da erinnert mich vieles an den beiden, kommen aus der gleichen Stadt, aber vielleicht sind das auch so Analogien, die dann von uns irgendwie gesehen werden und die haben sich in der Jugend vielleicht überhaupt niemals gegrüßt oder so, weiß ich nicht. Aber ich finde, er spielt erstaunlich stabil dafür, dass er auch erst im Laufe der Vorbereitung dazugekommen ist, nicht von Beginn an dabei war. Er hat ein gutes Kopfballspiel, er hat eine Physis, er strahlt was aus und ja, Seppelrode musste ich, glaube ich, ganz schön strecken. Ja, aber seinen Platz
wieder ihm den streitig zu machen, ja. Ja, aber wie du schon richtig sagst, in dieser Offensivbewegung, das ist mir auch sehr oft aufgefallen, auch bei dem Wolfsburg-Spiel, wo wir dann gleich ja nochmal drüber sprechen, merkst du halt einfach sehr oft, dass er so, er nimmt den Ball, er geht nach vorne und die ersten zwei, gegen die ersten zwei Gegenspieler kommt er durch und dann versucht er es halt nochmal gegen den dritten auch nochmal im Innenfight und da verliert er halt den Ball. Und dann stehst du offen da. Dann stehst du offen da. Der Verteidiger, der rausgerückt, ja genau. So, und da haben wir ganz oft, finde ich, einfach diese unnötigen Ballverluste im Mittelfeld, wo wir in dieser Offensivbewegung sind, ist ja auch das, was Glasner will, diesen Konterfußball, und das hat ja auch gegen Fenerbahce funktioniert, sie haben uns ja auch Räume angeboten, aber wenn du halt da unnötig im Mittelfeld diesen kleinen Ball verlierst, dann hast du halt hinten dran einfach ein Riesenproblem. Und da ist der Punkt, wir haben zwar die gleiche Abwehr wie im letzten Jahr, aber die kommen einfach mit diesen geänderten Positionen, auf denen sie spielen, finde ich, noch nicht so optimal zurecht. Du hast diese Außenverteidiger, die dann extrem weit hochgerückt sind. Ein Endicker muss sich damit zurechtfinden, dass er dann auf einmal auf der rechten Außenbahn steht und nicht auf der linken. Ein Hinteregger ist auch nicht in der Mitte und hat keinen mehr um sich rum. Und dann wird es halt schnell irgendwie eng da hinten raus. Und da laufen wir meiner Meinung nach einfach zu oft in diese Situation noch rein. Und das müssen wir irgendwie rauskriegen. Definitiv. Ja, das Problem ist halt auch, man hat ja jetzt auf der rechten Seite, ich weiß, rechte Seite immer noch Achillesferse der Eintracht, auch Da Costa stehen gehabt, was ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen betrachtet habe, weil Da Costa ist auch ein Spieler, der macht halt so viele unnötige Fehlpässe, also wirklich auch nicht mal gezwungenermaßen, also er wird nicht mal angelaufen vom Gegner oder so, es ist einfach, er will einen normalen Pass spielen und der kommt einfach sehr, sehr schlecht und dann hast du eben auch das Problem, wenn das dein Außenverteidiger macht, ist das vielleicht nochmal eine Stufe schlimmer, als wenn es vielleicht ja vorne der Zehner macht oder so. Ja, ich weiß nicht, wie ihr ihn gesehen habt. Ich fand das schon sehr, sehr auffällig, wobei er ja dann aber wiederum Zweikämpfe, das kann er. Also da ist er schon sehr, sehr stark gewesen. Deswegen wüsste ich gern, wie hat euch das gefallen mit Da Costa auf der rechten Seite und Durm auf der linken, weil ja Lenz verletzt war. Das war ja gegen Wolfsburg dann auch nochmal so. Kann man vielleicht ja entweder gesondert oder zusammen betrachten. Ich weiß nicht, wie ihr es wollt, aber es würde mich mal interessieren, wie ihr das gesehen habt. Ja, also ich glaube, wir können da schon gleich mal einhaken, denn ich finde, was du richtig gesagt hast, ich finde es extrem problematisch. Das tut mir fast ein bisschen leid. Also ich finde, von beiden Spielern ist Durm, der auf einer ungewöhnlichen Position spielt, der bessere, der sich noch leicht abhebt, der auch für mich das bessere Spiel gegen Wolfsburg gemacht hat. Ich muss aber leider sagen, dass Da Costa auch, wenn ich super finde, dass er die Möglichkeit bekommt, denn wir wissen alle, was er zu leisten imstande ist. Wir wissen die Europacup-Saison, die er famos bestritten hat, wo er wirklich sehr, sehr viel mitgebracht hat und auch diesem Team auch sehr wertvoll war. Davon läuft er momentan meilenweit hinterher. Und ich habe auch gegen Fenerbahce das Gefühl gehabt, dass er mit vielen Fehlern, mit Nachlässigkeiten im Ganzen auch wenig geholfen hat. Marc, wie siehst denn du das? Ja, bin ich bei dir. Und das wundert mich so, weil er ja eigentlich ein erstes Halbjahr 2021 in Mainz gehabt hat, in dem er Selbstvertrauen getankt hat, in dem er Verantwortung übernommen hat, in dem er die Eintracht-Verantwortlichen auch davon überzeugt hat, ihn nicht gehen zu lassen. Krösche hat relativ früh gesagt, Danny Da Costa wird zurückkehren, anders als Dominik Kohr. Ich glaube, aktuell sehe ich noch keinen Spieler, der, also Jakic vermag ich mir kein Urteil zu erlauben, weil ich nicht weiß, was sein Leistungsoptimum ist. Aber momentan sehe ich noch keinen in der Mannschaft, der irgendwie overperformt, also der irgendwie am Limit ist und alles abruft, was in ihm steckt. Und bei Danny Da Costa, also den Danny Da Costa, den die Eintracht-Fans gesehen haben in der Europa League, das hat mit dem momentan überhaupt nichts zu tun. Und es ist ein Stück weit, ja, Enttäuschung ist vielleicht noch ein bisschen früh im Laufe der Saison, aber er wird sich wirklich angehen müssen, um seinen Platz zu behalten, weil er macht gerade viel zu wenig draus und wie ihr schon zu Recht gesagt habt, er ist auch ein steter Quell der
Frustration? Ja, das nicht. Also er hat ja jetzt noch keine richtig großen Böcke gemacht, aber es gibt so viele Turnovers, die ich erinnere mich gern an die Europa League, der ist ja die Linie hoch und runter gelaufen und hat trotzdem hinterher immer noch irgendwie so ein, das war ja auch ein Typ, Danny da Costa, das war ja dann auch komisch, dass er bei Adi Hütter so gar keine Rolle mehr spielte. Das ist, was du sagst. Und was du sagst, und das ist ja so wichtig, denn er war ein Typ. Und er hat ja auch Fehler gemacht. Der hat ja auch in der Zeit viele, der hat auch mal Flanken geschlagen. Da hast du gedacht, alles klar, jetzt wird er nächstes Jahr auf jeden Fall bei Frankfurt Galaxy spielen, wenn das so weitergeht. Aber der hat ja nicht aufgehört. Ne? Der ist immer weiter gerannt. Der hat sich nicht frustrieren lassen. Und momentan merken wir, und das ist ganz absurd, du sprichst ja das halbe Jahr in Mainz an, was ja gut lief, wo ich dann auch gedacht habe, okay, jetzt ist diese ganze Winterpause weg. Der müsste zurückkommen und müsste den Kopf oben tragen. Er ist Vater geworden, privat klappt alles wunderbar. Der müsste ja vor, man stellt sich das dann immer so leicht vor, aber ich glaube, dem fehlt es einfach richtig an Selbstvertrauen und er merkt selbst, dass er noch nicht richtig drin ist und Ja, aber vielleicht hängt da tatsächlich auch diese Laie mit zusammen. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, du hast diese geile Euroleague-Saison gespielt. Du bist, wie ihr gerade gesagt habt, die Linie hoch und runter gerannt. Ja, du hast zwar einen Bock geschossen, aber du hast dann auch wieder zwei Dinger richtig geil gemacht. Und dann spielst du auf einmal keine Rolle mehr und wirst verliehen. Das macht doch auch was mit dir als Spieler. Ja, das stimmt, aber wir wissen ja um die Komplikation mit ihm und Hütter. Und er wurde ja von dieser Situation zumindest für ein Halbjahr dann ja befreit, was ja gut ist. Und er hat ja performt. Und genau, er hat abgeschüttelt, habe ich so den Eindruck gehabt, dass er in Mainz auch, der war von Anfang an Stamm, der war auch ein Teil des Erfolgs der Mainzer Rückrunde. Ganz klar. Die hätten ihn gerne behalten. So. Genau, er ist ein Stein des Anstoßes gewesen, der dafür gesorgt hat, dass die Mainzer eine famose Rückrunde, eine, bei der ich den höchsten Respekt habe, von der ihr sagen könnt, das war eine grandiose Rückrunde, deswegen sind die nicht abgestiegen, er war Teil dieses Erfolgs. Und ich glaube, das überschattet doch im Endeffekt einen Hütter, der jetzt ja eh auch weg ist. Das heißt, er konnte ja komplett neu starten. Du hast mit Krösche jemanden gehabt, wie du richtig gesagt hast, Marc, der früh gemeint hat, nein, da Costa ist unser Mann, wir wollen daran auch weiterarbeiten, wir wollen weiter mit ihm in der Zukunft arbeiten, was ja gut ist. Jetzt muss nur da Costa irgendwie in die Spur finden. Ich bin auch weiterhin dafür, von mir aus, lass uns das weiter supporten. Trotzdem müssen wir die rational, glaube ich, korrekte Bewertung treffen, dass die letzten Spiele das noch nicht so geklickt hat. Aber ich hoffe, dass es halt noch besser wird, weil das Potenzial, das wissen wir ja. Also Touré macht ja auch Fortschritte im Training, der wird auch reindrängen, der will ins Team. Der möchte Blick Richtung Frankfurter Nationalmannschaft, französische Nationalmannschaft. Da ist der teaminterne Wettbewerb dann eröffnet. Er muss zulegen. Definitiv. Also Touré wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, der größte Kontrahent auch auf dieser Position sein. Insbesondere da Lenz ja noch länger ausfällt. Das heißt, Durm sich weiterhin auf dieser linken Position tummelt. Patricia, siehst du es genauso oder hast du da jemanden, der noch im Blick ist? Nee, also ich hoffe auch auf Touré, also wie, das habe ich glaube ich schon 100-mal gesagt, dass ich ihn sehr, sehr gerne mal sehen möchte und auch längere Zeit fit, weil er ja immer wieder durch Verletzungen unterbrochen wurde und zurückgeworfen wurde. Wir kennen ja auch Tourés Schwächen so ein bisschen, also er hat ja immer gewirkt, als wäre er so ein bisschen, ja im Kopf woanders manchmal und Bruderleicht ganz bei der Sache. Hat aber trotzdem immer so wieder aufblitzen lassen, was er eigentlich kann und was er mitbringt auch für Anlagen. Und das ist ja eigentlich das, was man sich von ihm wünschen würde, wenn er es denn auf den Platz bringen kann. Und ich hoffe einfach, dass das vielleicht mal klappt, dass er da seinen Kopf auch in den Griff bekommt und würde ihn halt sehr gerne auf rechts sehen. Das tut mir dann im Endeffekt auch ein bisschen leid für da Costa, aber letztendlich muss man da auch die beste Option finden und da kann man ja jetzt auch auf Sympathien oder so keine Rücksicht mehr nehmen. Also das ist halt ja aktuell, glaube ich, auch nur dem geschuldet, dass Durm rübergerutscht ist, sonst wäre Durm wahrscheinlich rechts weiterhin gesetzt gewesen. Nochmal kurz zu dem Da Costa-Thema. Er hat das abgeschüttelt, ich wollte das Thema nochmal kurz aufgreifen, dann hat er diesen Anruf von Glasner bekommen, wir planen mit dir, dann war er im ersten Spiel im Kader und ich habe nochmal nachgeguckt, dann sitzt er in Spiel 2 und 3 auf der Bank. So, erstes Spiel, Dortmund, kannst du verlieren, Dreierkette, dann sagt der Trainer, wir stellen um auf Viererkette, das ist mein System und dann sitzt er auf der Bank. Macht halt auch was mit dir, ne?
Ja, kann ja, man aber er, er, aber er ist ja kein ganz, also ist ja kein A-Jugendlicher oder kein U19-Spieler, sondern, also Danny da Costa hat ja auch ein Stück weit schon Reputation in der Bundesliga sich erworben. Also ich glaube, so eine Stressresilienz, die gehört halt auch dazu, zu einem Profi auch schlechte Spiele wegstecken zu können und das abschütteln zu können. Und ja, da bin ich mir, also natürlich, du hast recht, Grundvertrauen sieht anders aus. So, was Adi Hütter ja auch mit vielen Spielern in seiner Zeit immer wieder gezeigt hat, dass er ganz vielen viel Rückendeckung gegeben hat und vielleicht bricht dann sowas wieder auf in so einem Spieler wie da Costa, der weiß, wie schnell man weg sein kann. Auf der anderen Seite, der ist mit Mitte 20, der ist auch schon ein Stück weit gereift, nehme ich an. Also sollte er sein. Ja. Denke ich normalerweise auch. Die sehe ich genauso, aber wie gesagt, wichtig ist natürlich auch, und jetzt kommt die 5-Euro-Phrase, dass das natürlich jetzt auch endlich mal auf dem Platz sich widerspiegelt und dass wir das, was wir ihm hier mitgeben, von dem wir denken, dass es potenziell gut funktionieren kann, dass er das dann natürlich auf dem Platz liefert. Sonst, wie Patricia vollkommen richtig sagt, droht schon eine Auswechslung, und zwar die Auswechslung mit einem wiedererstarkten, hoffentlich bald fitten Touré, der mit den Hufen scharrt und wahrscheinlich auf der rechten Seite ja auch eine Option werden könnte. Wie gesagt, es ist für Durm auf jeden Fall noch ein Glücksfall, dass er seinen Job nicht grandios, sag ich mal, macht, aber doch solide, und mit Lenz, ja, der ja noch eine Weile ausfallen wird, hat jetzt auch weniger Konkurrenz dann auf der Seite. Wir haben halt sonst keine Linksverteidiger. Also richtig, tatsächlich mangelbare Position, wenn du jetzt nicht auf Dennis seine Idee zurückgreifst und sagst, du setzt jetzt Kostic auf die Linksverteidigerposition, hast du da halt sonst keinen. Also vielleicht noch in Dicker, aber den brauchst du ja auch in der Innenverteidigung. Ja, oder halt Systemwechsel wieder, aber oder das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Richtig. Dreierkette wäre wieder eine Variante. Aber Marc, wenn wir dich denn jetzt hier haben, bist du denn sowieso ein Freund dieser jetzt, dieses 4-4-2, oder hättest du die Dreierkette nicht aufgelöst? Ich hätte sie erstmal behalten, weil die Mannschaft sich in der Dreierformation wohlgefühlt hat. Und vor allem, ich glaube, ein Pluspunkt der Dreierkette ist, du hast eine Funktion und eine Rolle für Makoto Hasebe, der strategischste Spieler trotz seines Alters bei Eintracht Frankfurt noch immer ist. Der hat einen anderen Pass für die Spieleröffnung, der hat einen anderen Blick. Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit, er hat nicht mehr das Tempo. Auf der 6 wird er nicht mehr zum Zug kommen. Aber die Libero-Position hinter einer Doppel-Innenverteidigung auf gleicher Höhe, das finde ich, das kann er noch. Und da werden sich auch die Verantwortlichen was dabei gedacht haben, den Vertrag nochmal zu verlängern. Und der ist ja komplett raus. In der Viererformation mit einem Jakic auf der 6, einem So, dann kommt ein Rode zurück in Rustic, der kein Zehner ist, sondern vielleicht momentan auch als verkappter Sechser. Da weiß ich nicht, wo Makoto Hasebe. Und deswegen wäre ich bei einer Dreierkette geblieben. Aber Glasner hat relativ früh gesagt, er möchte mit Viererkette spielen oder er will es ausprobieren. Und das, was Patricia eben auch sagte, wenn man Touré im Training sieht, und das ist, es ist ein Vergnügen, und das ist eine, natürlich ist, man kann es nicht vergleichen, es ist nicht diese Wettkampfsituation, es ist nicht die Härte, es ist nicht dieser bedingungslose Kampf um jeden Zentimeter, aber was der Touré am Ball kann, wie smart der Situationen auf engstem Raum zu lösen imstande ist, da würde man sich wirklich wünschen, für ihn mal so ein halbes Jahr Spiel an Spiel an Spiel an Spiel Selbstvertrauen gewinnen und nicht wieder irgendwelche Böcke reißen. Wenn er das rausbekommt aus seinem Spiel, ist das eine grandios gute Verstärkung für die Eintracht. Hoffnung bleibt, dass man das jetzt auch vielleicht wirklich mal sich umsetzen kann. Ne? Sehr gut. Ansonsten haben wir ja eine Variante sowohl bei Fenerbahce als auch bei dem Wolfsburg-Spiel gesehen, auf die wir dann gleich mal zu sprechen kommen können. Und damit würde ich auch so ein bisschen zu Wolfsburg überleiten wollen. Boré hat ja irgendwann, als, ich weiß nicht, ob das kurz bevor Lammers kam oder als Lammers dann da war, gesagt, ich glaube, es war tatsächlich kurz davor, dass er so sich in der Doppelspitze sieht und wohlfühlt, so neben einem anderen Stürmer, wo die sich gegenseitig so ein bisschen helfen können.
Und jetzt haben wir sowohl gegen Fenerbahce als auch gegen Wolfsburg gesehen, dass er eigentlich der rechte Außenbahnspieler ist. Wie passt das denn für euch zusammen? Patricia, du bist doch da Spezialistin für solche Fragen. Naja, de facto ist er ja neben dem Stürmer. Nee, also ich weiß, was du meinst. Weit neben dem Stürmer, ja. Also da sind noch ein paar Meter dazwischen. Nee, ich weiß, was du meinst. Und es wundert mich auch einfach, weil ich es selbst auch gerne mal gesehen hätte, weil er das ja auch ziemlich offen geäußert hat, dass er sich ja neben einem zweiten Stürmer wohlfühlen würde und das so sein Spiel ist. Ich glaube einfach, Herr Glasner sieht dann auch die Anlagen bei ihm. Das ist ja so ein wendiger, schneller Spieler, der auch irgendwie über Dribblings kommen kann. Und hat sich gedacht, gut, das funktioniert ja von den Voraussetzungen, die er so mitbringt, eigentlich auch auf rechts vorne in der Offensive. Also er kann ja dann rechtes, vorderes Mittelfeld spielen. Glaub aber trotzdem, dass ihm da so ein bisschen, ja, für diese Position noch ein bisschen was fehlt, weil er halt wirklich so ein reiner Stürmer ist. Also das sagt er auch selbst. Er ist halt so ein, ja, Doppelsturmstürmer. Und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass wir das auch nie gesehen haben. Das war ja auch als Lammers wurde doch, glaube ich, mal ausgewechselt gegen Stuttgart und Boré kam dann erst rein. Und ich habe mich gefragt, warum denn nicht einfach mal kurz, dass man schon mal so einen Geschmack bekommt, 10 Minuten, das mal zusammen zu probieren. Ich weiß natürlich nicht, was im Training ausprobiert wird und ob das probiert wurde und das vielleicht irgendwie gar nicht, ja, so gut funktioniert hat oder ob Glasner dann auf andere Spieler nicht verzichten will, die dafür raus müssten. Das weiß ich nicht, aber ja, ich denke einfach, dass man da Anlagen bei ihm gesehen hat, dass er Voraussetzungen mitbringt für diese Position, aber das irgendwie auch noch nicht so ganz auf den Platz bringt. Also ja, von den Voraussetzungen her könnte es ja passen, aber ich glaube, er fühlt sich da selbst auch noch nicht so wohl. Nee, ich glaube, mir tut er da auch sehr, sehr leid, weil das ist ein Spieler, der sich komplett aufreibt, der trotzdem sehr für das Spiel arbeitet und auch für die Mannschaft arbeitet. Also der ist ja auch sehr defensiv unterwegs gewesen, hat viel versucht, irgendwie Bälle abzurennen, ist eng an den Mann gegangen. Das hat schon alles gut funktioniert. Das Problem ist nur, dass du ihn gerade gegen Wolfsburg beispielsweise in der Offensive, auf der rechten Außenbahn, die er ja nominell hätte begleiten sollen, kaum gesehen hast. Also die allerwenigsten Angriffe sind über rechts gegangen. Und da siehst du natürlich schon, dass er halt der ist halt eigentlich ein Mittelstürmer und er muss eigentlich die zweite Position hinter Lammers, direkt neben Lammers oder so beispielsweise machen, aber halt nicht auf der Rechtsaußenposition. Das hat er ja auch davor selten gespielt. Ich glaube, er hat ein, zweimal in der Nationalmannschaft auch auf dieser Position gespielt, aber ansonsten ist das nicht seine Heimat und das tut ihm natürlich auch im Spiel nicht wirklich gut und das macht sich halt auch bemerkbar. Trotzdem ist er so ein bisschen gerade, das ist ein bisschen bös gemeint, aber blöd gemeint, aber so ein bisschen die ärmste Sau, weil er wirklich viel tut. Er macht viel, er ist präsent. Das ist ein Spieler, der mit seiner Bissigkeit und das ist ein Spieler, dem würde ich überhaupt nicht irgendwie sagen, dass jetzt ihm irgendwie der Einsatz oder so fehlt. Das ist vollkommen da, aber er reibt sich halt auf der Position. Ich glaube, er bringt auch eine Körperlichkeit mit, die Lindström und Hauge noch abgeht. Und stimme ich zu. Dass er im Vorchecken und dem Anlaufen, also das, was ihr vollkommen zu Recht gesagt habt, es zieht ihn in den Strafraum, es zieht ihn in die erste Reihe, er will in die Spitze. Das sieht man, wie er die Situation bei Ballbesitz des Gegners interpretiert. Aber sobald Boré von rechts weggehen würde, stellt sich natürlich die Frage, wen stellst du auf rechts? Kommst du mit einem Lindström weiter? Habe ich nach den ersten 6 Spielen so meine Zweifel. Der ist für mich noch nicht wettkampfhart genug für Bundesliga-Niveau. Mhm. Hauge, ja, hat einen guten Abschluss, wirkt ein Ticken robuster, hat nicht diesen Fighting Spirit, den ich bei Boré irgendwie so ein bisschen sehe. Und wenn ich vorne einen Lammers drin habe und Boré kann über rechts kommen und ich komme mit Kostic über links, dann ist das momentan unter den Optionen, die mir als Trainer zur Verfügung stehen, ja, das Naheliegendste. Dann heißt es aber gleichbedeutend, dass wir eine gewisse Ungleichheit im Kader haben. Denn ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du halt sagst, ja, Lindström würde ich jetzt noch nicht auf dieser Position aufgrund seiner ja fehlenden Körperlichkeit da sehen. Da gebe ich dir recht und auch deine Ausführungen zu Hauge sind absolut schlüssig. Das heißt aber für mich, ja, dann haben wir ja plötzlich eine offene Flanke auf der rechten Außenposition, ne, die wir offenbar nicht füllen konnten.
Ja, die brauchen Zeit. Wenn man in einem idealtypischen Clubzustand würde man sagen, man hat eine U23. Das ist meine Rede. Kann man lächerlich finden, aber ich bin ein Verfechter der U23-Rolle. Ich würde einem Lindström und einem Hauge, um sich zu akklimatisieren, neues Land, Auslandsstation, Sprache, neuer Trainer, neues Team, fände ich eine U23, wäre eine gute Spielwiese, um erstmal ranzukommen. Wenn ich so mache wie in der Vergangenheit, ich verleihe einen Tuta nach Belgien, ich verleihe einen Jovellic nach Österreich, ich verleihe einen Kamada nach Belgien, verliere ich als Club, auch wenn es gut geht, verliere ich als Club in den nächsten Monaten immer den Zugriff auf den Spieler. Ich kann nie mal sagen, du gehst jetzt 2 Wochen zur U23, aber in 14 Tagen. Dann bringe ich dich wieder. Dann nehme ich dich mal für 10 Minuten oder für eine Viertelstunde mit rein. Dann bist du erstmal weg. Und dass die U23 von der Eintracht vor, ich glaube, jetzt 6 oder 7 Jahren abgemeldet wurde, um damals 700.000 Euro zu sparen, das war der Beweggrund von Bruchhagen. Also wir wissen alle, wie unanständig viel Geld in diesem Profifußballsystem drin ist. Da sind ja diese 700.000, die sprichwörtliche Peanuts-Beträge eigentlich. Nee, da hast du vollkommen recht. Also da gebe ich dir, das stimmt auch. Und ich glaube, die in Rückbetrachtung ist die Abschaffung der U23 oder beziehungsweise U21 absolut, nee, U23, absolut ärgerlich. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage ist, ob man sie jetzt wieder einführen kann. Dieses Gespräch haben wir immer wieder geführt. Dann wissen wir, welche Riesenleistung da, weil dann ist es nämlich wirklich eine finanzielle Riesenleistung, die gerade in der Corona-Zeit halt kaum kaum bewerkstelligt werden kann. Ja, und du fängst ganz tief unten an. Du musst im Zweifel Zweifelsfall dich mit dem Hessischen Fußballverband verständigen, dass du auf Hessenliga-Niveau beginnst. Aber das dauert halt auch seine Zeit. Nee, der Fehler wurde gemacht. Und aber bei so Spielern finde ich, das ist irgendwie ganz augenscheinlich. Besonders gut hat es damals geklappt, fand ich, bei Marius Wolf, als der gekommen ist. Das war in dem Jahr unter Kovac und ich habe irgendwie gedacht, was wollen die mit diesem halben Hühnchen? Der wirkte ja noch überhaupt, der wirkte ja schlaksig und der wirkte überhaupt nicht bundesligatauglich. Naja, und dann hat er Zeit bekommen, dann hat er sich verletzt, hat viel individuell in der Physiotherapie gemacht, im persönlichen Fitnessbereich. Und der hat einfach ein halbes Jahr gebraucht. Und was haben wir dann von Marius Wolf für tolle Leistungen gesehen? Ja. Und ich glaube auch, ein Lindström, ein Hauge, die bringen alles mit. Die können am Ball so gut schnicken. Die sind nicht umsonst so gehypt gewesen. Der eine in Dänemark und der andere schon in jungen Jahren bei AC Mailand. Aber das ist oftmals so, es braucht einfach Zeit, um irgendwo anzukommen. Ja, und das ist ein bisschen auch der Punkt, der mich tatsächlich auch gerade enorm stört. Wir haben diese Zeit nicht. Also wir haben sehr spät angefangen, diesen Kader zusammenzustellen. Die letzten Wechsel oder die letzten Spieler kamen mit Ende der Transferphase. Da waren die ersten 3 Spieltage schon rum. Wir haben mit dem zweiten Spieltag erst angefangen, dieses System mit der Viererkette tatsächlich mal zu machen. Wir sind jetzt hier am 5. Spieltag und wir haben immer noch nicht, immer oder ich habe immer noch das Gefühl, dass die Mannschaft überhaupt noch nicht weiß, wer wohin läuft, wer wo steht, wie welcher Spielzug geht. Und das dauert aus meiner Sicht auch noch 4, 5 Spieltage. Dann ist aber halt auch das erste Drittel der Saison rum. Und wenn ich mir dann unsere aktuelle Punkteausbeute angucke, gegen Mannschaften, wo wir auch schon zu Recht gesagt haben, da hättest du eigentlich auch ohne Stürmer die Punkte holen müssen und du hast es nicht getan. Ich sage nicht, wir spielen irgendwie gegen den Abstieg, aber es wird schwierig. Ja, das ist Ja, doch also. genau richtig, was du sagst. Dir fehlen jetzt schon mal 4, 5 Punkte, auch um mal ein Ergebnis wegzustecken, wo du vielleicht unverdient verlierst, wo du einfach Pech hast, wo du jetzt bist du ja quasi Woche für Woche gezwungen zu punkten. Jetzt gegen Köln, danach geht's nach München, und du bist unten jetzt schon dabei mit 4 Punkten. Du hast es versäumt, bei dem Auftaktprogramm mit Augsburg, mit Bielefeld, mit Stuttgart Punkte zu sammeln oder dir ein bisschen Speck anzufuttern, um in den ungemütlichen Herbst zu gehen. Jetzt bist du,
Ja, von Woche zu Woche. Und dann kommt noch die Europa League dazu. Das ist dann immer der Spagat. Wie gehe ich den Donnerstag an, wenn ich genau weiß, ich muss am Sonntagabend nach München zum FC Bayern und die fressen, wenn die Eintracht in der Europa League Vollgas gibt und sie müssen 48 Stunden oder 2, 3 Tage später nach München, da frisst der FC Bayern sie auf. Ja, das wird schon brutal. Da gebe ich euch auch recht. Andererseits muss ich auch mal sagen, es ist richtig, aber ihr wisst doch auch, wie die letzte Saison gelaufen ist. Und auch in der letzten Saison hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir dann Das ist richtig. in der Rückphase dann wirklich performt haben. Wir waren im November, haben uns alle gedacht, na super, wir haben wieder unentschieden gegen echt schwache Bremer gespielt, die am Ende der Saison auch abgestiegen sind. Vollkommen zu Recht. Wir haben gegen verhältnismäßig schwache Kölner nur unentschieden gespielt, wo wir auch gedacht haben, Alter, warum holen wir denn da keine 3 Punkte? Also wir waren in der vergleichbaren Situation. Die Frage ist halt nur, wird dieser Umkehrschluss, wird dieser Wandel und dieser Wechsel noch kommen? Das glaube ich schon, aber es sind ein bisschen andere Voraussetzungen, weil du hattest halt letzte Saison auf jeden Fall jemanden, der vorne unfassbar gut funktioniert hat mit Silva, der hat alles weggescored hat, der dann einer der absoluten stabilen Spieler war. Und das kann man ja von einem Lammers, auch wenn wir positiv gleich noch über ihn sprechen können, sprechen sollten sogar, kann man das von ihm nicht erwarten. Insofern gehe ich schon davon aus, dass es ein bisschen eine andere Saison wird, aber ich will auch so ein bisschen die Pessimismus-Situation hier ein wenig bremsen, weil wir haben gesehen, dass es bei Ja, der Eintracht auch anders funktionieren kann. Ne? das ist richtig. Das stimmt. Das ist richtig. Aber das ist trotzdem okay, René, auch gut gewarnt zu sein. Denn wenn man jetzt nur blindlings denkt, ach, es wird alles gut und alles wird es gut, wir sehen ja die Problematiken, wir sehen, und was auch Marc ja vollkommen richtig gesagt hat, die Schwierigkeit gerade auf der rechten Seite, dass es nicht adäquat gleich besetzt ist. Wir sehen einen Boré, der sich komplett der komplett agiert und komplett da ist, aber halt, das ist nicht seine Position. Ich sehe Hauge ein Stück weit besser, vielleicht sollte man öfter mit ihm auch arbeiten. Die Frage ist, ob man dann vielleicht wirklich auch mal sagt, man setzt Kamada auch mal raus, der sehr wechselhafte Spieler hat, der ein gutes Spiel gegen Fenerbahce gemacht hat, aber ein grausames jetzt gegen Wolfsburg. Und da ist es halt so die Situation, ja, okay, dann mache ich es halt mal so, dass ich dann Boré dann in die Mitte gehen lasse oder zweiter Stürmer mit Lammers zusammen. Ich glaube, die beiden könnten auch gut harmonieren und dann auf die rechte Seite wirklich mal Auge bringen, ist tatsächlich etwas, über das man halt auch noch mal nachdenken kann. Ja. Zum Glück haben wir ja aber ja das Duo Kostic-Lammers, die haben ja sowohl gegen Fenerbahce als auch gegen, jetzt wollte ich gerade sagen, gegen Weghorst, nee, gegen Wolfsburg getroffen. Patricia, wie zufrieden bist du denn mit diesem Duo? Mit Kostic-Lammers jetzt explizit. Yes. Also ich finde, das funktioniert ganz gut. Wobei ich denke, Kostic ist auch so ein Spieler, der macht auch fast jeden Stürmer besser. Also das ist halt der hat da seine Qualitäten, der kann die Abwehr binden, der strahlt ja selbst schon eine Gefahr aus. Also wenn, man kann ja auch nicht sagen, ach, der Kostic kommt und lass mal den Stürmer jetzt decken, weil der macht eh nichts. Nee, wenn man Kostic nicht deckt, dann zieht er auch mal selbst ab. Also der strahlt eine gewisse Gefahr aus, kann aber auch die Flanken wirklich passgenau bringen. Das ist halt einfach, ja, das zeigt nochmal, wie immens wichtig Kostic auch für die Mannschaft ist, aber auch für Lammers. Also ja, das harmoniert jetzt schon ganz gut, was, glaube ich, auch wirklich viel an den Qualitäten von Kostic liegt, dass er wirklich die Bälle so genau bringen kann. Aber auch Lammers, der hat sich ja wirklich schnell angepasst, wobei man ja erst dachte, okay, gegen Stuttgart, da wirkte der ja noch wirklich komplett verloren da vorne. Irgendwie, das war noch nichts. Und dann gegen Fenerbahce aber schon das erste Tor und jetzt auch gegen Wolfsburg. Das ist einfach. Man sieht auch, dass er technisch stark ist. Also auch wie er den Treffer gegen Wolfsburg gemacht hat. Ja. Der hat ihn ja einfach direkt genommen und da reingefetzt. Also das ist schon schön anzusehen. Und ich finde auch, das könnte uns bestimmt noch viel Freude bereiten zwischen Kostic und Lammers. Auf jeden Fall, glaube ich definitiv auch. Was das funktioniert jetzt schon sehr, sehr gut. Und wenn wir die jetzt noch mal ein bisschen eingespielte haben, auch auf der einen Seite, wir reden über Kostic, wie als wäre nie was gewesen. Wir sehen, dass die all die Befürchtungen, oh Gott, könnte er sich jetzt, ne, Bild-Zeitung, dann Titel vielleicht sowas bocklos, Profi oder so ein Scheiß. Brauchen wir uns alle keine Gedanken machen. Es ist ein Profi, er steht auf dem Platz, er hat Bock. Auch wir haben das nach dem Tor gegen Stuttgart gesehen, welche Gefühlsregung er dann hatte. Wir haben gesehen, dass er bei Fenerbahce vollkommen dabei war und auch jetzt bei dem Spiel gegen Wolfsburg. Also er ist komplett auf dem Platz, er hilft einem Lammers und wenn sich das noch besser einspielt, ist es super. Die einzige Gefahr, und Marc, da will ich auch mal wissen, wie du das siehst, ist, wenn halt Lammers vielleicht in den Tief fällt
oder halt mal eine kleine Formkrise. Er hat ja länger auch davor nicht gespielt, in dieser Regelmäßigkeit hat, weil auch im Ersatz haben wir natürlich unsere Problematik, ne? Ja, also Gonzalo Paciencia ist es. Oh, da fehlt mir der Glaube, dass der nochmal ins Rollen kommt. Und Ragnar Ache scheint intern auch so weit weg zu sein. Er wurde ja gar nicht für die Europa League nominiert. Was für Lammers, glaube ich, gerade sehr gut ist, er hat 2 Tore geschossen, 1 knapp abgepfiffen bekommen. Also er hat relativ früh seine Erfolgserlebnisse gehabt. Das ist ein Stück weit das, was einem Boré fehlt. Der Boré arbeitet, aber es hat noch nicht für ihn persönlich zum Erfolgserlebnis gereicht. Und das macht natürlich auch was mit dir als Stürmer. Lammers fast 2 Jahre nicht durchgängig gespielt, sondern viel Verletzungssorgen gehabt. Natürlich wird der auch seine Pausen nehmen. Das wäre ja geradezu grotesk, wenn es nicht so kommen würde. Was ihr eben bei dem Rückblick auf die vergangene Saison gesagt habt, da wollte ich noch eins anfügen. Ja, im Herbst 2020 war es auch so ein mittelprächtiges Abschneiden der Eintracht, viele Unentschieden. Das war aber der Corona-Transfer-Herbst. Sommer kann man ja nicht sagen. Und ja, Dann kam plötzlich noch ein Armin Younes. Und der hat im Oktober, wenn ich mich recht erinnere, in Frankfurt unterschrieben. Und das hat dem Spiel der Eintracht im Herbst vergangenen Jahres eine ganz neue Dimension verliehen. Und danach gab es diese lange, lange Erfolgsserie, die Verantwortlichen, glaube ich, so nicht erwartet hatten und die das Team aber auch so nach oben gepusht hat. Hm. Fehlt mir momentan so der... Also was könnte in diesem Herbst es bewerkstelligen, dass die Mannschaft so den Schalter umlegt? Weil da bin ich klar bei euch, das, was ihr gesagt habt oder das, was du auch... René eben meint, bald ist schon das erste Viertel der Saison gespielt. Ja, das ist so. Dann fehlt dir auch Zeit, um vergangene Fehler wieder wettzumachen und aufzuholen. Also der Druck hat relativ früh in der Saison beständig zugenommen. Ich glaube, da muss man aber auch aufpassen, dass man da nicht so rein verfällt und jetzt auch wirklich erwartet, dass da sowas kommt, beziehungsweise sich dieses Event herbeisehnt, dass da irgendwie dieser Befreiungsschlag kommt, weil nochmal so ein Comeback wie letzte Saison wird halt nicht passieren. Also dafür hat man auch einfach nicht, in Lammers wird nicht der Top-Torschütze nach Silva werden. Ich glaube, das sind halt so Dinge, die passieren nicht jedes Jahr aufs Neue und du brichst nicht jedes Jahr aufs Neue Rekorde. Nicht als Eintracht Frankfurt, aktuell noch nicht, vielleicht irgendwann, wenn man sich mal hochgearbeitet hat, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so ja zu hohe Erwartungen auch ansetzt, weil ich glaube, das wird eine schwierige Saison. Also es wird so eine Selbstfindungsphase, glaube ich, und das wird sich noch ein Stück ziehen. Und klar, wie René schon gesagt hat, mit dem Abstieg wird man wahrscheinlich trotzdem nichts zu tun haben. Dafür ist der Kader auch einfach zu stark, auch individuell. Aber dass man da aufpasst, dass man vielleicht nicht sagt, ja, es muss jetzt wieder Europa werden, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es halt eben diesmal nicht klappt. Und dann muss das aber auch in Ordnung sein, wenn die Voraussetzung ist, wenn da eine Entwicklung zu sehen ist und wenn man spürt, okay, im nächsten Jahr geht es aber wieder in die richtige Richtung, weil natürlich langfristig gesehen will die Eintracht ja nach vorne kommen und will sich weiterentwickeln und muss auch diesen Schritt gehen. Ich weiß nur nicht, ob man jetzt vielleicht diese Saison auch schon so ein bisschen als eine Übergangssaison einplanen muss, weil da halt schon wirklich sich sehr viel verändert hat. Nicht nur in der Mannschaft, auch im Vorstand. Der Trainer ist neu. Das muss sich halt alles finden. Und wenn man Glück hat, kommt irgendwas oder irgendein Puzzlestück greift und auf einmal kommt man so ins Rollen und dann hat man vielleicht auch so einen Flow einfach. Wenn es normal läuft oder man sogar Pech hat, dauert das halt ein bisschen länger und dann, ja, wie ihr schon gesagt habt, ist halt viel Zeit vergangen und so schnell kann man dann wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen. Je nachdem auch, was die Konkurrenz macht. Vielleicht fallen auch andere Mannschaften in ein Loch und man bekommt da nochmal Chancen, irgendwo ranzukommen. Das weiß man nicht. Aber aktuell,
ist schwierig. Das sieht man aber ja auch bei Gladbach mit Hütter, muss man ja auch sagen, das läuft auch noch nicht so ganz rund. Ich glaube, ja, das muss man so ein bisschen schlucken, auch wenn es schwierig ist, weil man ja so ein bisschen erfolgsverwöhnt war auch die letzten Jahre. Wir waren definitiv erfolgsverwöhnt und das lief auch in der letzten Saison nicht so, wie ich es eigentlich vor der Saison gedacht hätte. Da war ich nämlich auch so und habe gedacht, okay, mal gucken, irgendwie einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann irgendwie ja im Mittelfeld und dann lief es ja am Ende viel besser. Auch in dieser Saison bin ich ja normalerweise so, dass ich sage, wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist ja klar, dass es eine Übergangssaison auch werden kann. Wir haben einen wichtigen Abgang zu verzeichnen gehabt mit Silver, der einfach nicht gleichwertig zu ersetzen ist. Und du musst auch sehen, dass jetzt neue Spieler wie Lindström, wie in Hauge, die dazugekommen sind, auch erstmal sich einarbeiten. Das kann schon sein, dass es halt eine Übergangssaison ist. Es sollte halt nicht zu sehr runterrutschen, weil dann werde ich ganz schnell nervös. Und dafür braucht man natürlich jetzt trotzdem Punkte. Und das ist ja richtig, wir haben es ja schon gesagt. Es ist trotzdem so, dass wir einfach faktisch Punkte verloren haben gegen schwache, ehrlich gesagt, relativ schwache Stuttgarter, die nicht so viel angeboten haben, gegen ein Bielefeld, was in dessen zweiten Halbzeit richtig aufgedreht hat. Und das sind alles Dinge, das ärgert mich und das bleibt auch ärgerlich. Und jetzt muss man halt sehen, dass man zumindest, zu dem Spiel kommen wir ja dann auch gleich gegen Köln, dann halt, ja, vielleicht wirklich mal dreifach punktet, auch wenn es gegen die auch ganz, ganz schwierig wird. Aber wir sehen ja trotzdem, dass es eine gewisse Entwicklung einfach gibt. Wir sehen jetzt die Achse Lammers und Kostic funktioniert. Wir sehen tatsächlich aber auch einfach eine bessere Innenverteidigung, die, wenn wir ganz ehrlich sind, in den ersten Spielen nicht gut war, die sich langsam, aber sicher ein wenig findet. Ich weiß nicht, Marc, wie siehst denn du das? Weil, wenn wir ehrlich sind, die Innenverteidigung, das war schon ein bisschen wackelig zuletzt. Total. Ja, also ich, kurioserweise hat ja Hinteregger jetzt in Wolfsburg so eine wirklich richtig stabil gute Leistung abgerufen, nachdem er sich an der Schulter so verletzt hat, ne, wo jeder gedacht hat, oh je, und er postet vorher auch noch, was er genau hat, sodass jeder Wolfsburger auch vorher wissen konnte, wie man ihn im unangenehmsten Fall attackieren könnte. Nee, ich finde, die Innenverteidigung macht es gerade besser. Ich wollte noch einmal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil die Frage war eben, ich wollte es nur noch anmerken, was passiert, wenn Lammers ausfallen sollte, gesperrt genau. wäre, verletzt wäre. Darüber haben wir vorhin auch gesprochen. So, da ich persönlich hätte nach den ersten Eindrücken, da würde mich mal eure Meinung auch zu interessieren, ich hätte mir gewünscht, dass die Eintracht den Ackmann behalten hätte. Den fand ich in den Trainingseindrücken, in den Testspielen, der hat sowas Schlitzohriges, sowas Unbedarftes, sowas Überraschendes gehabt. Natürlich kann man auch sagen, der Junge ist 17, den schickt man noch zum Wachsen, jetzt auch erstmal nach Holland. Aber das war irgendwie so ein Spielertyp, dem ich gerne zugesehen habe, so. Ja, stimme ich dir zu. Ich hätte ihn auch wahnsinnig gerne gesehen, aber dann greift wieder das, was du vorhin gesagt hast. Ein Spieler in dem Zeitraum seiner fußballerischen Entwicklung ist auch darauf angewiesen, Spielzeit zu bekommen. Du hast keine U-Mannschaft, in der du ihn unterbringen kannst. Ja. Er wird in der Profimannschaft nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er benötigt, um den nächsten Schritt zu machen. Also kannst du ihn nur verleihen. Dann kommen wir wieder auf den Punkt, du hast halt intern keine Möglichkeiten, um das in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Und das ist die Schwierigkeit, deswegen ist eine Leihe vollkommen sinnvoll. Trotzdem, ich sehe es genauso wie du. Ich bin auch ehrlich gesagt unzufrieden gewesen, dass Ackmann geht und wir dann beispielsweise, Pacenza behalten. Ja, genau, Pacenza behalten wir. Und das ist ja gar nicht böse gemeint. Nö. Wenn wir über Pacenza sprechen, dann ist es gar nicht despektierlich, aber es ist halt einfach so, dass das Jahr gegen Schalke, lass mich mal ganz kurz ausreden, dass das Jahr auf Schalke einfach verloren gegangen ist. Und das hat zwei Nummern zurückgeworfen. Und dieses Selbstvertrauen muss er jetzt erstmal wieder bekommen. Und du hast einen Ache, der auch keine wirkliche Rolle spielt und nicht so wirklich an das Team rankommt. Und dann ist es mit Ackmann halt schon so, dass du wie ein Schlitzohr dann hattest, der dann gleich auch noch uns alles unter die Nase reibt und in den ersten Spielen halt gleich seine Tore macht und denkst, na super, den hätten wir schon ganz gerne behalten. Also subjektiv kann ich das nachvollziehen, René. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, auch aufbauend auf das, was Basti am Montag bei euch in Fußball 2000 gesagt hat, da beginnst du die Saison ohne einen nominellen Stürmer da vorne, so mehr oder weniger. Und du hast einen Pacenza und er bekommt trotzdem keine Einsatzzeiten. Das zeigt ja auch, wie sehr du auf den Spieler baust als Trainer. Nämlich gar nicht. Ja. Also warum? Warum ist er dann noch da? Ich meine, ich verstehe auch den Punkt, wir werden auch gleich nochmal über das Thema Mitgliederversammlung kurz sprechen. Da ist ja auch gesagt worden, der Markt gibt es nicht her. Man möchte auch keinen Spieler verschenken. Verstehe ich ja auch. Aber wir haben halt gerade auch einen verdammt großen Kader.
Du hast recht, aber da musst du halt bei Paciencia sagen, dass es eine zusätzliche Schwierigkeit hinzukommt, denn der hat einen richtigen Baba-Vertrag. Ja. Paciencia verdient unfassbar viel Geld. Der hat seinen Vertrag in der Höhezeit unterschrieben, also verlängert, in der es richtig gut lief, wie europäisch dabei war, ja, ein paar Tore gemacht hat. Und man schon ein bisschen gedacht hat, okay, alles klar, wir müssen den, glaube ich, jetzt signen, weil wenn wir das nicht machen, dann läuft er uns weg und dann ist es der nächste Stürmer, den wir vielleicht für zu wenig Geld flöten gehen lassen. Und das ist halt genau das Problem. Der hat diesen Baba-Vertrag, hat aber im Gleichschritt die Leistung, die er eigentlich gar nicht rechtfertigt. Und ihn dann an Mittelklasse-Clubs, wo es normalerweise passen könnte, hier zu verkaufen, geht eh nicht. Du würdest den wahrscheinlich für eine geringe Ablöse oder so auch ziehen lassen, glaube ich, allein, dass du das Jahresgehalt weg hast. Ja. Aber niemand bezahlt im Ansatz das Gehalt. Und das ist halt ein riesige Komplikation. Ja, da springt er halt nicht drauf an. Das halt da springt er nicht drüber über dieses Stöckchen. Ja, ja, gut. Das tut mir halt, das ist die Schwierigkeit halt dabei, ne? Weil er halt genau dieses hat. Und ich meine, ich glaube, Schalke war halt, keine Ahnung, wie die Modalitäten en Detail war, das kann ich nicht sagen, aber ich gehe schon davon aus, dass da mal ein Modell gefunden hat, das für beide Seiten zufriedenstellend war. Und das wäre ja super gewesen, wären sie halt nicht abgestiegen. Aber da kann man nichts ändern. Jetzt ist es halt so, dass wir alle mit dieser Situation leben müssen und er auch. Und er muss sich halt noch brutaler anbieten, weil das Ding ist, er hat eigentlich diese Chance. Er hat de facto diese Chance, die er jetzt ebenfalls ergreifen muss, wie wir hinten über der Costa gesprochen haben, der gerade noch die Möglichkeit hat, so ist es auch mit Paciencia so, du hast jetzt die Chance, zumindest als Backup sicher rein zu rotieren. Und wenn du hier 3 Tore schießt, dann redet halt auch niemand mehr darüber, ne? Sondern dann ist jeder zufrieden und froh, dass Paciencia wieder da ist. Das schwierig. Ist richtig. Nochmal kommend auf Wolfsburg. Ich hatte gerade eben ja schon gesagt, wir haben einen relativ großen Kader. Und Marvin hatte so ein bisschen gerade auch so angedeutet, so was einen gestört hat. Mich hat bei dem Spiel tatsächlich am meisten gestört, dass die Spieler nach 60 Minuten alle total platt waren und das, obwohl Klasner am Freitag in der Spieltagskonferenz, als er ja drauf angesprochen wurde, wie wir damit umgehen oder wie er damit umgeht, dass Wolfsburg ja 2 Tage mehr Ruhephase zwischen dem Champions League-Spiel und dem Sonntag hatte. Dass er sagte, ja, wir haben einen großen Kader und wir werden sicher gehen, dass wir 11 bis 14 fitte Spieler haben, die 90 Minuten voll beschreiten können. Ganz ehrlich, wenn du am 5. Spieltag nach 60 Minuten schon so platt bist, da passt auch was nicht, oder? Bin ich da wieder zu negativ, Patricia? Naja, das hat ja schon gegen Fenerbahce angefangen, dass man da auch kaum gewechselt hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, wobei ich da noch dachte, okay, es lief ja auch einigermaßen gut. Vielleicht wollte man da jetzt auch nicht, wie Glasner schon gesagt hat, er hat es ja danach auf der Pressekonferenz gesagt, er wechselt, er und sein Coaching-Team ja auch, es war ja nicht er an der Seitenlinie, wechselt ja nicht einfach, damit man gewechselt hat, sondern nur, wenn es halt auch wirklich Sinn ergibt. Das kann ich noch ein Stück weit verstehen, aber klar, mit dem Blick darauf, dass man dann gegen Wolfsburg spielt am Sonntag und dann, hat es mich auch gewundert, dass das genau die gleiche Startelf war, schon gegen Wolfsburg. Ich hätte ja wirklich schon ein bisschen damit gerechnet, dass da, weiß nicht, 1-2 Änderungen dann wahrscheinlich sein werden, war dann auch nicht der Fall und dann kam auch wieder sehr, sehr spät nur die Wechsel. Und man hat es halt gemerkt. Also ich finde, es hat sich angekündigt. Man hat schon gemerkt, dass sie dann, ja, dass die Spieler so ein bisschen auf der, ja, ein bisschen gepumpt haben und nicht mehr so fit auf dem Feld waren, was ja auch natürlich vollkommen verständlich ist. Ich meine, dir steckt da 90 Minuten am Donnerstag, stecken dir in den Knochen und dann noch das Spiel gegen Wolfsburg, was auch kein einfaches Spiel ist. Da musst du ja auch immer wieder anlaufen. Und das ist ja kein Selbstläufer. Und das hat mich schon etwas irritiert, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, dass dann auch noch mal so spät gewechselt wurde. Man hat auch Kamada zum Beispiel, der hat ja sensationelle Spiele hingelegt. Und gegen Wolfsburg war der ja irgendwie doch eher unauffällig. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass er vielleicht platt war. Aber ich könnte es mir so ein bisschen erklären zumindest, dass da vielleicht die Luft nicht mehr ganz da war und man dann auch nicht mehr so ganz auf dem Feld ankommt und die volle Leistung bringen kann. Ja, zumindest relativ oft fand ich sehr offensichtlich die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Also geschossen, wo er hätte abspielen sollen, abgespielt haben, erst irgendwie 3 Schritte gelaufen und dann überlegt, wo spiele ich hin, dann war aber der Gegenspieler schon da. Also ich glaube, das war auch nochmal so ein
so ein mentales Team. Das mit den Wechseln, was du gerade angesprochen hast, hat mich tatsächlich auch sehr verwundert, zumal ich noch die Aussage von, ich weiß nicht, ob es dritter oder vierter Spieltag war, wo er ja auch so ein bisschen, also Glasner nach Wechselstrategien gefragt worden ist, wo er ja auch sagt, sein Mantra ist eher offensiv zu wechseln, um Entlastung in der Offensive zu schaffen, wenn man merkt, dass der Gegner irgendwie drückt und dann nicht irgendwie defensiv zu wechseln. Und dann merkst du halt eben ab der 60. Minute, hier geht nichts, wir brauchen irgendwie Entlastung. Der Gegner drückt und dann wechselst du erst irgendwie eine Viertelstunde später. Also das hat für mich irgendwie auch nicht so in diese Logik, die er ja eigentlich da zumindest mit diesen Aussagen meiner Meinung nach vermittelt hat, hat das irgendwie nicht so reingepasst. Aber Marc, du bist ja hier der journalistische Experte. Wie ist denn also da deine Wahrnehmung zu? Teile ich. Was ich auffällig fand an diesem Spiel war, dass die reingekommen sind, also jetzt auch gerade in Person von Lindström zum Beispiel, die haben auch nicht für Entlastung gesorgt, weil die hatten ja nicht die 90 Minuten von Donnerstag in den Beinen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gab so eine Szene, 80., 85., also tief in der Schlussphase drin. Mbabu ist zwei Halbzeiten lang die rechte Linie hoch und runter gelaufen und hat die Eintracht richtig schön beschäftigt und für viel Wirbel gesorgt. Ja. Und dieser Mbabu hat hinten, kurz vor der Eckfahne, den Lindström so leicht abgekocht und hat sich den Ball geholt und hat ihn überhaupt nicht zum Zug kommen lassen, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, da sieht man einfach, das eine ist gehobene Bundesliga-Klasse und das andere ist Ausbildungsniveau, weil ich finde, wenn du deinem Team eine Stütze sein willst und wenn du reinkommst, ja, dann muss wenigstens, also da muss der Einsatz stimmen, da muss die Körperlichkeit da sein und das habe ich vermisst. Mhm. Ganz klar, das war Wasser auf. Ja, ganz klar. Das war Wasser auf deine Mühlen, Marc. Da hast du vollkommen recht. Also du hast es bei Lindström deutlich gesehen und da gebe ich dir, habe ich dir auch vorhin schon recht gegeben. Das ist genau das, dass man hier diese Körperlichkeit noch vermissen lässt. Aber auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Geilheit fehlt einem da noch. Babu, der eigentlich ein brutales Spiel gemacht hat. Für mich vielleicht sogar einer der Spieler des Spiels war, bei dem wir immer wieder festgestellt haben, es hat schon einen Hintergrund, warum wir den damals auch, viele ihn verpflichten sehen wollten von der Eintracht, weil man gedacht hat, okay, das ist doch jemand für die rechte Seite, der auch sehr gefährlich war, der gute Vorbereitung auch in der Offensive hatte. Da hast du schon gedacht, okay, das ist hier echt ein Qualitätsunterschied. Ja, und wie du gesagt hast, die Entlastung war nicht da. Lindström zu wenig, auch selbst ein Hauge, den ich ja immer wieder ganz gern Schutz nehme, weil ich glaube schon, dass der wirklich ein paar Schritte weiter ist, aber auch das hat nichts gebracht und ich ärgere mich ehrlich gesagt über die späten Wechsel, denn es musste erst das Gegentor fallen, ja, bis die Wechsel kamen. Man hatte deutlich gemerkt, spätestens ab der 65. Minute, spätestens, dass hier ein Sturmlauf der Wolfsburger im Gange ist, der nicht gestoppt werden kann, gerade in dieser aktuellen Konstitution. Und vielleicht wäre es da sinnvoll gewesen, wirklich mal mit jemand wie Hasebe reinzubringen, der für Ruhe sorgt. Man darf auch nicht vernachlässigen, dass die Eintracht zu der Zeit schon relativ viele Leute mit einer gelben Karte versehen hatte. Die ganze Defensive war alle gelb gesperrt. Das eigentlich gelb gesperrt, aber alle gelb-rot gefährdet, wollte ich sagen. Das stimmt. Zeigt ja auch was. Ja, gerade nochmal, weil Marc diese eine Szene mit Lindström da und Mbabu da auf der an der Eckfahne angesprochen hat, also Eckfahne auf der Wolfsburger Seite wohlgemerkt. Und diese Szene hatten wir ja zwei, dreimal. Und ja, Körperlichkeit ist das eine, aber dann auch in solchen Situationen die Cleverness. Also ganz ehrlich, dann hau doch einfach auf den Ball drauf, dass er dem Abwehrspieler ans Bein fliegt, dass du die Ecke irgendwie kriegst. Aber stattdessen macht er so ein Kullerschüsschen, was sich im Babu dann halt schnappen kann und dann halt direkt in die Offensivbewegung geht. Da fehlt die Cleverness, dann in dem Moment einfach mal über solche Mittel für diese Entlastung zu sorgen. Weil wir haben es ja auch gesehen, eine Ecke, wir haben, gut, zu dem Zeitpunkt, doch, da war Lammers, glaube ich, sogar noch auf dem Feld, dann hätte man da vielleicht nochmal irgendwas auch machen können. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was dann an der Stelle einfach fehlt. In Kostic hätte ihm das Ding halt einfach so gegens Bein gedämmert, dass er A, die Ecke bekommen hätte und B, der Spieler wahrscheinlich die Kniescheibe verloren hätte. Entschuldigung, kurze Ausführung. Dieses gelbe Kartenthema, das war ja auch zusätzlich noch eins, da waren wir auch in Summe einfach nicht clever genug. Das fing in der 9. Minute mit Indika an und hat sich ja dann konsequent irgendwie durchgezogen, bis sie nachher tatsächlich alle die gelbe Karte drin hatten. Und damit nimmst du ja natürlich dir auch dann den Raum. Du kannst ja nicht mal
wie Durm es ja in der einen Situation dann auch gemacht hat, dieses taktische Foul mehr ziehen, weil du hast ja auch keinen mehr, der das dann an der Stelle tun kann. Und das war auch in Summe, fand ich, sehr, ich würde es jetzt mal ungeschickt nennen. Eine schöne Umschreibung. Ja. Da war einiges ungeschickt. Da war tatsächlich einiges ungeschickt und auf der anderen Seite hast du natürlich dann einen Weghorst, der auch irgendwie nicht so seinen besten Tag hatte. So bis zur 55. Minute war ich mir noch ziemlich sicher, der kann heute machen, was er will, der trifft keine Bude und dann hat mit Minute zu Minute die Angst mehr zugenommen, dass er doch noch eine Bude macht, was ja dann nachher auch leider eingetreten ist. Aber auch das ist halt auf den Babu zurückzuführen. Also das hat der vorher auch so stark gemacht. Der hat ja die komplette linke Seite der Eintracht ausgespielt da. Ich weiß nicht, 3, 4 Spieler stehen lassen. Und dann, ja, Weghorst war halt komplett frei. Also das, wenn er den nicht macht, dann hat er wirklich einen sehr, sehr, sehr schlechten Tag, glaube ich. Er hat doch vorher schon mal so ein Ding. Der wurde ja perfekt bedient. Ja, aber er hat doch vorher schon mal so ein Ding, wo er komplett frei war und ihn eigentlich versuchen wollte, ins lange Eck zu schlenzen und dann glücklicherweise in Rücklage gerät und das Ding dann übers Tor hebt. Da, wo er so ausgerastet ist, richtig, die Nahaufnahme. Genau. Ja. Aber René, genau wenn du das siehst, dass er das Ding nicht macht, dann weißt du, scheiße, der kommt jetzt hier schon wieder, der ist ja nicht das erste Mal zum Zuge gekommen. Wir müssen da jetzt was machen, wir müssen da agieren und vielleicht hätten wir tatsächlich jemanden wie Hasebe mal reinsetzen sollen. Ich hätte es nicht schlecht gefunden. Am Ende muss man ja trotzdem sagen, ist ein Punkt in Wolfsburg jetzt nicht verkehrt. Ne? Die haben gerade einen richtig guten Lauf gehabt, die sind auf Platz, sind sehr weit vorne gewesen. Also insofern ist das ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Die waren Tabellenführer, aber wenn du natürlich die 3 Punkte schon zum Greifen nah hast, bist du trotzdem unzufrieden. Ja, also für mich hat sich es am Ende wirklich, also gegen Fenerbahce sage ich noch 1-1, voll okay, den Punkt haben wir verdient, war ein geiles Spiel, läuft. Gegen Wolfsburg sage ich halt wirklich, es war echt scheiße, diese 2 Punkte, die mal wieder zum Greifen nah waren, verloren zu haben. Also es fühlt sich für mich mehr als Niederlage als nach Punktgewinn an der Stelle. Und das ist leider schon das 3. oder 4. Mal in der Saison. Und das ist das, was mich langsam anfängt, so ein bisschen zu nerven. Ja, es fühlt sich halt an wie letzte Saison. Also exakt. Ich hatte da auch immer wieder damit gehadert. Das ist jetzt auch dieses 1-1 gegen Wolfsburg. Das ist eigentlich ein 1-1, wo du sagst, okay, ein Unentschieden gegen Wolfsburg, die sind wirklich stark. Die sind auch so zusammengeblieben als Team. Das darf man auch nicht vergessen. Die spielen schon so. Die sind ein gefestigtes Team. Die haben eine Erfahrung, eine gewisse. Das ist einfach eine sehr starke Mannschaft. Wenn du da ein Unentschieden holst, top, können wir weitermachen, können wir mitarbeiten. Das Ärgerliche ist halt alles davor und das kriegst du halt nicht mehr zurück. Und du haderst damit ja jeden Spieltag aufs Neue, solange es nicht läuft. Und das ist halt das Problem. Wir würden, glaube ich, anders reden, wenn man jetzt halt gegen Augsburg, Bielefeld, Stuttgart, das sind Spiele, die hätte man ja auch gewinnen können. Das darf man nicht vergessen. Das sind ja nicht Spiele, wo man sagt, okay, die Eintracht war auch komplett chancenlos. Nein, das hat man sich selbst zuzuschreiben, dass das nicht funktioniert hat. Und das ist aber das Ärgerliche. Du weißt, da wäre mehr drin gewesen und hätte man da meinetwegen 3, 6 Punkte geholt, würde man jetzt auch anders darauf gucken und wäre wahrscheinlich auch zufriedener mit dem Wolfsburg-Spiel. Exakt das. Ja, wir gucken ja nachher auch, glaube ich, noch einen Ticken voraus dann auf das Köln-Spiel. Aber habt ihr den Eindruck, dass die Eintracht in der Favoritenrolle gegen Köln jetzt in der Verfassung am Wochenende ist? Weil ich irgendwie, das riecht schon wieder so nach einem maximal Unentschieden. Ist so mein persönliches Empfinden. Ja, dann lass uns auch direkt nach Köln wechseln. Will ich deinen Matchplan da durcheinander? Nee, alles gut. Um mit deiner Frage zu starten, sehe ich uns als Favorit? Ein bisschen, aber tatsächlich nicht viel. Also Köln, ich habe kein komplettes Spiel bislang von ihnen gesehen. Ich habe Teile der letzten Spiele gesehen, die ja jetzt am Wochenende ein Unentschieden erreicht haben gegen Leipzig, was ja auch, da war ja auch der ein oder andere Videoschiedsrichter-Eingriff da mit dabei. Ich fand schon die 30 Minuten, die ich von dem Spiel gesehen habe, dass die halt Bock hatten zu spielen. Also der Trainer tut denen, glaube ich, gut. Absolut. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist irgendwie so eine Aufbruchstimmung, irgendwie, die Modest da gerade so rüberkommt. Kommt wieder irgendwie rein. Ja. Die haben gerade richtig mit 4 Bock, Toren Fußball zu spielen. Der war so weit weg, ne? Ja. Mhm. Also wir sind vielleicht auf dem Papier ein bisschen Favorit, aber ich erwarte schon, dass das ein heißer Ritt wird. Ich glaube, beide Mannschaften, wir sind gezwungen zu gewinnen, die haben einfach Bock zu gewinnen, die sind gerade richtig gut unterwegs. Die machen sich auch nicht ins Hemd, die gehen mit Mut an die Sache ran, auch wie die in München aufgeht. Also das sind, es wird richtig schwer.
die Mentalität ist halt genau das A und O, was momentan auch, natürlich war klar, dass ein Steffen Baumgart, der keine Ahnung, da sind wir ja schon immer aufgeregt, wenn der irgendwie an der Seitenlinie einen da so motiviert, dass wir da fast aufs Feld rennen würden oder so, also das merkt man einfach, der sorgt dafür, dass die Mannschaft, die aber natürlich trotzdem die Anlagen auch schon davor hatte, also da ist ja nicht so, als wäre das jetzt eine komplette ahnungslose Mannschaft gewesen, die Anlagen waren da, aber er perfektioniert das gerade in Modest, wie wir es eben gerade gesagt haben, mit 4 Toren jetzt wieder zurückkehrt. Benno Schmitz als Rechtsverteidiger, jemand ist, der jetzt auch als Flankengeber bzw. Vorlagengeber in Erscheinung tritt. Man darf es auch nicht vergessen, dass sie eine wirklich gute neue Verpflichtung mit Dejan Ljubicic gemacht haben. Da war ja die Eintracht so ein bisschen auch mal kurz dran. Ist aus verschiedenen Gründen da nichts geworden. Ja. Aber das sind alles Spieler, die eine Qualität haben und er schafft es, das so zu kondensieren. Insbesondere einen Punkt will ich noch nennen, der in der vergangenen Saison ja dazu geführt hat, dass es auch nicht so gut lief. Und zwar, dass es ein mysteriöses Wiedererstarken eines Timo Horn, der beispielsweise gegen Leipzig grandios gehalten hat. Ja, ne? Das stimmt. Richtige Matchwinner-Paraden drin, ja. Auf jeden Fall. Und das haben wir ehrlich gesagt, ich glaube, frag mal Köln-Fans, ich glaube, das haben die 4 Jahre von Timo Horn nicht mehr gesehen. Und ich würde fast bezweifeln, dass die überhaupt nicht gedacht hätten, dass er das nochmal in sich hat. Das hat er jetzt gezeigt und er ist auch einer der Gewinner aktuell. Und deswegen stehen nicht zu Unrecht da vorne. Also das heißt, die Mannschaft ist grundsätzlich gut. Ich glaube, dass das Baumgart auf jeden Fall das Beste gerade herausbringt. Die Frage ist, wie lange es hält, ne? Weil ich glaube schon, dass sie gerade auch ein bisschen overperformen. Von der Qualität her sehe ich uns da definitiv nicht drunter. Aber die Frage ist, gewinnt die Mentalität an dem Wochenende, Patricia? Ja, ich glaube auch, wie du sagst, das kann jetzt so ein bisschen auch dieses Overperformen sein, einfach weil du das Selbstvertrauen hast. Keine Frage, die machen es sehr, sehr gut. Also ich habe ein Spiel zumindest vollständig gesehen gegen Freiburg von Köln. Und die sind halt, also die spielen sehr, sehr viel über die Außen mit ganz vielen Flanken. Das hat mich stark an die Eintracht erinnert, als wirklich Kostic ja jedes Spiel über 20 Flanken da reingeballert hat. Das machen die auch sehr, sehr gerne. Die laufen aggressiv an, Pressing, das ist schon sehr stark, was die machen. Aber ich hatte das Gefühl, auch jetzt zuletzt wieder gegen Leipzig, die schaffen das immer nur eine Halbzeit so wirklich auf den Platz zu bringen. Und dann brechen die auch so ein bisschen ein. Also die haben ja auch oft auch Spiele aus der Hand gegeben. Deshalb, also gegen Freiburg zum Beispiel, haben die ja 1-1 gespielt. Mhm. Was auch daran lag, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Zug kamen. Und Freiburg hat das natürlich gut gemacht. Die haben es angepasst. Aber trotzdem hat Köln da auch nachgelassen. Also die kamen dann nicht mehr so gut rein. Und das ist so ein bisschen, wo ich Hoffnung habe, dass sie es einfach nicht über 90 Minuten bringen können. Und da vielleicht die Eintracht dann reinstechen kann. Weil eine Halbzeit machen sie gut. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwie direkt unter die Räder kommt oder direkt in Rückstand gerät. Weil ich glaube, das ist auch bei der Eintracht aktuell das Problem, dass da dann das Selbstvertrauen fehlt so ein bisschen. Mhm. Also man hat ja keine Erfolgserlebnisse. Und da bin ich gespannt, wie das ausgeht, weil das ist wirklich eine spannende Partie. Köln, wie du sagtest, Marvin, ich sehe Köln jetzt qualitativ auch nicht stärker als die Eintracht auf dem Papier, aber man kann ja nicht abstreiten, dass sie aktuell besser in Form sind. Und das, genau das ist es. Und was du aber auch gesagt hast, ich finde die Entmystifizierung der Kölner, nur weil sie jetzt gerade den Hype haben, aber tatsächlich auch ganz gut von dir, weil du ja auch gesagt hast, ja, ist jetzt den ersten Spieltag jetzt auch gegen Hertha zu gewinnen, die desaströs gestartet sind. Naja, okay, und dann Bochum, klar musst du dann erstmal gewinnen, aber es ist natürlich schon so, es gibt immer diese Halbzeitwechsel und wenn du da versuchst, auf der einen Seite erstmal zu überstehen und dann selber deine Akzente setzen kannst, ich glaube, die Qualität einer Achse kostet Schlammers, wenn wir sie durchbringen können, die würde sie empfindlich stören. Das Wichtige ist, dass das halt passiert und dass wir auf der anderen Seite den Offensivlauf, den sie auch mit sich tragen, dass wir den irgendwie stoppen können. Es muss vieles zusammenpassen, aber ich glaube, es kann bestehen oder Marc, siehst du das anders? Nee, sehe ich genauso. Du musst vor allem stabil reinkommen. Du darfst nicht so schwimmen wie gegen Fenerbahce. Das war ja augenscheinlich. Da hat ja überhaupt nichts gepasst in den ersten 10-12 Minuten. Das war ja geradezu vogelwild. Nee, da fand ich, ihr habt das vorhin genau richtig gesagt, die Entwicklung ist schon da und da war Wolfsburg auch ein Schritt und man muss ja bei allem, was wir jetzt zu Recht auch kritisch anmerken, sagen, sie haben halt in Wolfsburg nicht verloren. Wolfsburg hat 2 Tage mehr Erholungszeit gehabt und Wolfsburg hat es nicht geschafft,
im Rahmen der regulären Spielzeit der Eintracht noch ein entscheidendes Tor einzuschenken. So, und eigentlich, jetzt hast du eine komplette Trainingswoche, du hast in der Woche zuvor war die Länderspielrückkehrer, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Kamada war in Peking, vielleicht ist er deswegen auch platt gewesen. Der hat eine halbe Weltreise wieder hinter sich. Rustic war in Australien, Boré war in Südamerika. Nee, jetzt sind sie alle in Frankfurt, jetzt haben sie gescheit trainiert, bis auf Lenz, bei dem sich ja jetzt rausgestellt hat, ganz offenbar, dass die Muskelverletzung doch schwerwiegender ist, stehen alle zur Verfügung. Touré drängt sich auf. Wenn Hinteregger und Endika, ich weiß nicht, ob er auf eine Dreierkette gehen wird. Trainer haben ja immer so, haben eine Agenda und wollen was umsetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Glasner nach 4, 5 Spielen schon alles über den Haufen werfen wird. Ich glaube, er wird bei einer Viererkette bleiben. Aber wenn die beiden ähnlich resolut verteidigen wie über weite Strecken gegen Wolfsburg, dann müsste es eigentlich in der Summe des Potenzials für die Eintracht reichen. Das hätte ich auch gegen Stuttgart gedacht, habe ich auch gegen Augsburg gedacht und auch gegen Bielefeld, ja. Aber trotzdem, das ist doch okay. Lass uns das doch einfach mal so mitnehmen. Ich meine, das kann ja trotzdem genauso laufen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir das rational irgendwie versuchen einzuordnen. Also insofern. Also man muss es nicht grauer machen, als es eigentlich ist. Es ist nicht alles rosa-rot, aber es ist auch, die Eintracht hat halt auch jetzt noch nicht, sie hat in Dortmund verloren. Ist kein Beinbruch. Gegen den BVB, wenn du nicht gefestigt bist, gegen so einen Erling Haaland, da bekommen auch ganz andere ihre Schwierigkeiten. So. Und danach hat sie hat jetzt keinen mitreißenden Fußball gespielt, aber sie ist seitdem auch ungeschlagen. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. So, Glas halb voll immerhin. Glas halb voll. Mit welchem halb vollen Aufstellungsglas würdet ihr denn ins Spiel gehen? Marc, du hast gerade eben schon so ein bisschen die Frage gestellt, Dreierkette oder bleiben wir doch bei der Viererkette? Was haltet ihr für die wahrscheinlichste Aufstellung? Oder wie würdet ihr aufstellen? Dreier- oder Viererkette? Ja, ich würde Dreierkette mit Hasebe, ich würde Hasebe reinnehmen, aber ja, Aber das ist doch mal interessant, lass uns mal ganz kurz dabei bleiben, bevor wir jetzt wirklich auf die Aufstellung jetzt nochmal komplett eingehen, denn du hast jetzt schon mehrfach Hasebe angebracht, das scheint ein Spieler zu sein, den du dementsprechend eigentlich da siehst, aber kannst du uns denn sagen, warum darauf konsequent verzichtet wird, denn auf der anderen Seite scheint es ja so zu sein, dass ein Glasner offenbar seine Aktien nicht mehr bei Hasebe sieht. Naja, er sieht ihn, so hat das in der Vorbereitung immer angedeutet, als Option oder als möglichen Kandidaten für die 6 und das hat sich ja dann auch rausgestellt, dass das nicht tragfest genug ist. Also dafür ist ja natürlich auch eine Vorbereitung da, um zu sehen, wie weit kann einer gehen, was kann einer noch mitbringen. Ich glaube, da sind Trainer immer erstmal so System-Fanatics und er möchte mit einer Viererkette spielen und guckt, dass er sein Personal entsprechend postiert bekommt. Erklären kann ich es mir eigentlich nicht so recht, weil die Spielintelligenz und auch die Spieleröffnung, wenn sich Hasebe zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, das haben wir alle vor Augen. Das kann er, er ist natürlich nicht der Jüngste, ja, gar keine Frage, aber das kann er nicht in den 4, 5 Monaten seit dieser doch bis in weite Teile des Frühjahrs hinein guten Saison letzten Jahres verlernt haben. Ich finde es auch irritierend, weil ich hätte ihn fast eher defensives Mittelfeld von mir aus, okay, vielleicht nicht, aber auch für eine Stabilität mal in der Innenverteidigung hätte ich ihn auch nochmal gesehen. Also, aber er scheint trotzdem unter Glasner zumindest für die Anfangsformation echt außen vor zu sein. Aber das gilt ja auch für Tuta zum Beispiel, ne? Also Tuta war ja auch zum Beispiel einer, der in der Rückrunde, was haben alle gesagt, oh, der Capitano geht nach Argentinien zurück, wie soll das werden? Es hat über weite Strecken sehr gut geklappt. Ja. Das ist auch das, was mich am meisten an der Viererkette stört irgendwie, dass ein Tuta da komplett rausfällt. Also der ist ja da wirklich hinten dran gestellt. Der wäre vielleicht auch in der Dreierkette dann mal wieder hinten an, wenn Hasebe spielt, aber der spielt ja nicht jedes. Also Hasebe ist halt kein Spieler, der jedes Spiel macht. Von daher, das tut mir irgendwie ein bisschen weh auch, wenn ich das so sehe, weil
Tuta ja wirklich Potenzial hat. Und wir haben ja alle gesagt, immer wieder, und das wissen ja wahrscheinlich auch Trainer und Verantwortliche, dem muss man ja die Fehler eingestehen, die kommen. Das ist ein junger Spieler, der entwickelt sich und da werden Fehler passieren und das muss man, ja, da muss man ihn so ein bisschen mit durchschleppen, aber so viele Fehler hat er ja letztendlich, also zumindest nicht so viele fatale Fehler gemacht. Das hat ja, wie ihr schon gesagt habt, gut funktioniert in der Rückrunde. Und es tut mir halt weh zu sehen, dass so ein junger Spieler wirklich, ja, ganz rausfällt, weil man darf auch nicht vergessen, die Eintracht muss ja Werte schaffen. Das ist ja so wichtig. Und so ein Tutor hätte man, glaube ich, schon aufbauen können. Auf jeden Fall. Das wundert mich schon. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du halt sagst, natürlich haben wir mit Ndicka und Hinteregger die beiden wichtigsten und auch ganz klaren Stammspieler, wenn ich in der Viererkette spiele, unbestritten. Aber die Tatsache, dass ein Tutor zuletzt jetzt auch noch nicht mal auf der Bank war, der war nicht im Kader drin. Ich glaube, da war er gar nicht, also der ist schon richtig weit zurückgerutscht jetzt ins Glied, ja. Und das kann ich ehrlich gesagt, ich bin nicht nah dran am Training. Ich habe es noch kein einziges Mal jetzt in den vergangenen Wochen jetzt beispielsweise nicht zum Training geschafft. Also als es noch übertragen wurde, habe ich öfter geguckt. Aber ich kann jetzt das nicht genau bewerten, warum es nicht so ist. Aber die Tatsache, dass es nicht so ist, ist schon merkwürdig. Wirft Fragen auf, ja. Ja. Gut, er kam zurück, also das hat sich im Training hat sich schon ein Stück weit abgezeichnet. Er hatte dann auch nicht sonderlich gut in Mannheim gespielt, aber wer hat schon gut in Mannheim gespielt? Er kam zurück, dann gab es diesen Corona-Verdachtsfall im privaten Umfeld, dann konnte er ein Stück weit nicht mittrainieren. Also sein Einstieg unter Glasner war holprig. Das muss man sagen. Aber nicht, dass er sich was hätte zu Schulden kommen lassen oder so, ne? Also, sondern er kam dann einfach aus Südamerika, musste erst in Quarantäne und Das ist gut zu wissen, ja. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, hängt ihm jetzt noch so nach, ne? Ja. Das kann ja sein. Ich glaube, vielleicht ist es die Kulmination mehrerer Dinge, die dann zusammen. Aber trotzdem, das, was ihr eben sagt, also vielleicht bin ich da auch zu sehr ein Hasebe-Anhänger. Du kannst ja auch mit einem Hinteregger zentral in der Dreierkette spielen und kannst mit Tuta und Ndicka. Und dann gibst du halt auch mal, dann kriegt auch mal ein Hinti eine schöpferische Pause und man geht die letzten 30 Minuten dann mit Hasebe über die Ziellinie. Also du hast schon auch noch Möglichkeiten, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch gut, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber trotzdem, ich bleibe dabei, ein Hasebe hätte ich relativ früh in der zweiten Halbzeit gerne gegen Wolfsburg gesehen. Alles hypothetisch, ob das einen Unterschied gemacht hätte, aber es wäre vielleicht eine Option gewesen. Ja, aber gut, kommen also wir jetzt zur Aufstellung. Wo du vielleicht auch wirklich mal irgendwie so ein Schlitzohr oder irgendwas brauchst. Ich glaube, da ist ja schon jemand, der dann einfach in solchen Fällen, wenn du sagst, du kannst nicht offensiv für Entlastung sorgen, dass du dann halt einfach schlitzrohrig aus der Defensive. Der zieht auch mal einen Freistoß, der weiß auch, wie das geht dann. Ich weiß, der Glasner hat in Bielefeld so kurios gewechselt, als ich Eamon Barkok gesehen habe und Hasebe hat sich noch weiter warm gemacht. Habe ich gesagt, Herrgott, nimm doch den Hasebe, schick den doch. Oder im Zweifelsfall den Ilsanker, nimm den doch mit aufs Feld, als es dann drunter und drüber ging in Bielefeld, aber naja. Ja. Mhm. Ah gut, ist trotzdem gut, dass wir es mal angesprochen haben, dient auch der Meinungsbildung. Auf jeden Fall. Aber gehen wir doch zur Ausstellung. Du hast ja eben schon gesagt, lieber René, also ja, 4-4-2 oder gehen wir doch woanders hin? Ich glaube, wenn wir mal realistisch sind, wird auch ein Glasner auch gegen Köln nicht von dem 4-4-2 abrücken. Ja, was mehr ja so ein 4-2-3-1 ist als ein 4-4-2. Richtig. Ja, das stimmt. Ja. Vollkommen richtig. Also aber Jakic und So, würde ich sagen, haben das... So ist jetzt gegen Wolfsburg ein bisschen abgefallen. Da fand ich ihn nicht so augenscheinlich präsent. Mhm. Aber ja, ich glaube, das hing in meiner Wahrnehmung auch ein Stück weit damit zusammen, dass halt sich Jakic sehr oft nach vorne bewegt hat, der sehr oft die Offensive gesucht hat. Und damit muss halt So automatisch hinten bleiben und ist dann eher in dieser etwas für ihn unauffälligeren Defensivposition. Ich glaube, die zwei müssen sich da halt auch noch einig werden, wer da den Offensivlauf irgendwie angeht und wer hinten irgendwie die Spieler wegrohrt. Aber das kann man ja irgendwie machen. Ich würde trotzdem dabei bleiben, wenn wir direkt in der Mitte anfangen. An Jakic und So in der Kombination führt halt momentan kein Weg dran vorbei. Du brauchst den einen einfach als tätowierten Terrier und den anderen halt eben für die kreativen Spielaufbau und Box-to-Box-Szenen. Also da haben wir keine Alternative gerade.
Das ist ganz klar. Ich glaube, das sind die zwei absolut gesetzten Spiele. Wenn wir dann nochmal ein bisschen nach hinten gucken, dann gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass es weiter auf der Linksverteidigerposition mit Durm vonstatten geht. Hinteregger wird ja weiterhin, denke ich mal, fit sein, auch wenn er diese Problematik jetzt mit sich schleppt. Dika ebenfalls. Und dann stellt sich halt wieder die Frage, über die wir vorhin schon viel geredet haben. Rechte Seite, tja, keine Ahnung. Patricia, meinst du, dass es bis dahin ein Touré mal schafft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wenn, glaube ich, reicht es dann auch erstmal nicht für die Startelf. Also zumindest nicht für 90 Minuten. Er kann ja auch die erste Hälfte spielen und dann raus. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube noch nicht dran. Ich sehe da wahrscheinlich schon wieder Da Costa, weil ich auch nicht glaube, dass ein Chandler da starten wird, weil der ja bisher auch gar keine Rolle gespielt hat. Also der wurde auch nicht mal eingewechselt. Wurde er eingewechselt? Nee, oder? Nein. Der hat sich manchmal da so ein bisschen warm gelaufen, aber das war es dann auch wieder. Von daher, glaube ich, werden wir wahrscheinlich wieder die Durm links, rechts Da Costa-Variante sehen. Ja, Timothy Chandler ist auch so eine Sache, die ich super Typ, verdienstvoll, hat in der Kabine seine Berechtigung. Aber als in der Schlussphase der Ära Bobic Timothy Chandler einen 4-Jahres-Vertrag bekommen hat, ich meine, das bindet ja auch Kapital. Das macht ja auch andere Transfers unwahrscheinlicher. Das ist ja, selbst wenn es so eine 50-50-Konstellation ist, noch 2 Jahre als Profi und dann geht er in welcher, also wie auch immer geartet, in eine Rolle im Verein oder im Club, in die Fanbetreuung oder so. Aber dass so jemand jetzt überhaupt nicht zum Zug kommt, aber den am längsten, also das manches verblüfft einen doch dann immer wieder. Also ein Jahresvertrag, der eine Option beinhaltet hätte nach, sagen wir mal, 16 Spielen und 10 über die volle Distanz, gibt es noch einen Nachschlag von einem Jahr. Aber ein 4-Jahres-Vertrag, crazy, es ist wirklich überraschend. Ja, ist in der Tat ein bisschen überraschend gewesen. Ich meine, immerhin mit Option nach Karriereende, ja, wir wissen ja nicht, wie lange das dann alles wirklich dann noch so geht, aber du hast schon recht, also das war schon eine bisschen auch eine wirtschaftliche Absicherung, muss man sozusagen auch für ihn, bis 2025 dann diesen Kontrakt zu erhalten, ist natürlich der. Also ich kenne nur die Bestand oder die Momentaufnahmen oder die Reaktion seiner Beratungsagentur, und die Berater hätten sich gewundert über die Großzügigkeit des Eintracht-Angebots, sagen wir mal so. Die haben sehr frohlockt darüber. Ja, weißt halt auch Bescheid, ne? Ich meine, wir müssen irgendwann sowieso noch mal in der längeren Perspektive über das Schalten und Walten eines Freddy Bobic reden. Vielleicht ist das dann auch noch mal ein kleiner Eckpunkt, über den wir dann noch mal gesondert eingehen können, wie er dann vielleicht mit Geld umgegangen ist, bei dem man vielleicht anders hätte, ja, wie soll ich sagen, mit umgehen können. Ne? Also ich denke, das ist trotzdem sehr, sehr interessant. Gut, dass du das nochmal so herausgestellt hast. Denn ja, hat für einige Verwunderung gesorgt. Aber wenn wir genau das herunterkondensieren, dann heißt das, ja, er ist auch wieder keine Option. Und wir hoffen vielleicht auf Touré. Ansonsten wird Da Costa da nochmal weiterspielen auf der Rechtsverteidigerposition. Dann haben wir jetzt eben gerade im defensiven Mittelfeld gesprochen. Torhüterposition ist eh klar. Wie sieht es weiter vorne aus, Marc? Was würdest du machen? Lammers wird spielen, Boré wird spielen. Ich glaube, das ist die Option. Lammers vorne zentral, Boré auf rechts. Ich fand das vorhin interessant, was ihr über Kamada gesagt habt, ob es vielleicht mal, ich könnte mir, also Kostic links, wenn einer gesetzt ist, dann Philipp Kostic, ja. Dann ist es Kamada und da sehe ich als einzige Option Hauge. Und ja, vielleicht. Ich mag Kamada unglaublich gerne zusehen. Der hat so einen Überraschungsmoment. Ich war mir lange irgendwie nicht sicher, ob das überhaupt ein Bundesligaspieler mal wird. Aber der hat so eine Entwicklung genommen und der hat so einen smoothen Bewegungsablauf. Der hat so verzaubernde Leichtigkeit irgendwie. Und der hat so das gewisse Etwas und das kann er dem Eintracht-Spiel geben. Und also, ja, ich wünschte mir, oder auch als Zuseher oder als Beobachter, das ist eigentlich ein Vergnügen, ihm zuzugucken in schönen Momenten. Und dann hat er wieder so Schleicherphasen irgendwie drin, wo ich denke, ob der gar nicht richtig wach ist oder so, aber das gehört auch irgendwie zu seinem Naturell.
Das ist ja dann jetzt die spannende Frage, wenn wir uns jetzt so ein bisschen in diese Richtung bewegen, ob Kamada jetzt einfach mal eine Pause bekommt, wobei sie ja jetzt eine ganze Woche haben, wo sie quasi kein Pflichtspiel haben. Könnte das vielleicht ja auch eine Variante sein, dass ein Boré mehr in die Mitte geht und ein Heuge tatsächlich eher auf der Außenbahn, dass du dann tatsächlich wirklich mal in der Mitte diese Lammers-Boré-Doppelfunktion hast? Ja, bestimmt. Boré als Zehner so ein bisschen versetzt und dann aber, wenn Lammers sich fallen lässt, das hat er ja auch schon ganz geschickt gemacht. Also der hat ja auch als Wandspieler sich so angeboten und hat immer die Bälle versucht, die hoch in die Luft kamen, dann weiter zu verarbeiten und das Boré, ja, ist eine Option, ja. Idee. Aber deine Aussage wirft bei mir gerade spontan so eine Reaktion auf, die mich gegen Wolfsburg, aber auch gegen Fenerbahce quasi über 90 Minuten konsequent aufgeregt hat. Immer diese halbhohen Bälle. Wir haben keine hohen Spieler im Mittelfeld und meinen immer den Ball halb hoch und dann per Kopf. Ey Leute, lasst die Scheiße doch. Also kann mir das einer erklären, warum wir dann den halbhohen Ball spielen, wenn alle unsere Spieler gefühlt 1,40 Meter groß sind? Die sind gar nicht so klein. Das hat mich schon öfter geärgert, irgendwie, dass Leute mal sagen, die Spieler sind so klein, aber außer Boré, wer ist denn da de facto dann so klein? Dann können sie damit halt nicht umgehen, weil dann. Das kann sein, ja. Ja, dann kriegst du einen halb hohen Ball, willst du zum nächsten köpfen und köpfst dann dem Gegenspieler vor die Füße. Ey, spiel doch direkt flach. Ja, aber ich meine, ja, kann man zu sehen. Sam Lammers, wie du ja richtig gesagt hast, Patricia ist immerhin 1,91, so ganz so klein ist das jetzt auch nicht. Und die anderen Spieler, auch wie gesagt, bis auf Boré, der klar ein kleiner Wirbelwind ist, mit Marco Marin-Größe gefühlt, dann ist es klar, aber auch noch eine ganz andere Körperlichkeit an den Tag bringt. Ne? Ja, also Boré wird sich in der Bundesliga noch durchsetzen, das war ja immer so das Manko bei Marco Marin. Aber ja, halb hoch kann ein Problem sein. Du kannst aber auch jetzt mit Lammers mal komplett hochprobieren. Und vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, weil am Ende ist es schon so, wenn wir uns die Schwächen, die potenziellen Schwächen der Kölner mal anschauen, dann kann man ja schon sehen, okay, was ist dann in der Innenverteidigung so ein bisschen problematisch? Und dann würde ich am ehesten noch sehen, dass ein Zichos vielleicht einer der schwächeren Spieler in der Verteidigung ist, ja. Und den, mit dem könnte man es ja dann zu tun bekommen. Und vielleicht muss man sehen, dass man da auch so ein, auch ein Jorge Meret, der natürlich viel Potenzial hat und sich da ganz gut eingefügt hat. Aber das sind trotzdem, das ist die Innenverteidigung, ist okay. Aber die haben auch immer schwächere Phasen. Und wenn wir da versuchen, mit dieser Achse, die wir eben schon besprochen haben, Lammers und Kostic, wenn wir da versuchen reinzugehen, vielleicht auch mit Boré jetzt. Ich finde es eine gute Idee, wenn ihr sagt, dass beide spielen und beide vielleicht ein bisschen zentraler, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da vielleicht auch wirklich mehr als einen Punkt rausholen. Das ist ein Heimspiel, es ist ein Heimspiel nur mit 25.000. Wir werden gleich nochmal, können wir darüber auch nochmal kurz sprechen, aber es ist ein Ding, bei dem auch was passieren muss, weil Köln, ja, die stehen gerade ganz gut da, aber eigentlich solltest du auch hier wieder versuchen, Dreier zu holen, weil Marc hat es vorhin schon gesagt, wenn du dann nach Köln, wenn du dann nach München fährst, ich glaube, da sollten wir uns nicht so viel Hoffnung machen. Ja. Also ich fände diese Variante Lammers Boreda in der Mitte reizvoll, allein schon, um zu sagen, du hast mit Lammers jemanden, der auch den hohen Ball da vorne mal annehmen kann und der ihn dann abtropfen lassen kann auf einen Spieler, der dahinter steht und der vielleicht auch einen guten Abschluss hat. Und so gern ich Kamada mag und mittlerweile mag, muss ich auch dazu sagen, ich habe ja auch in den letzten Jahren sehr viel über ihn geschimpft. Ich fand, er hat in den letzten Spielen als Zielspieler einen extrem guten Job gemacht, aber du brauchst halt jetzt auch einfach mal zwei Leute da vorne, die halt auch einen Abschluss können. Und die scoren können, ja, das fehlt einfach. So, und das würde ich jetzt gerne mal sehen und in Heuge dann auf rechts ihm da auch mal ein bisschen Möglichkeit geben. Und dann könnte das echt ein geiles Fußballspiel werden. In meinem Kopf zumindest. Ja. In your head. Ja. Ja, super, jetzt habe ich eine Ohrwurm. Vielen Dank, Marvin. Geht auch weg, ey. Darfst einen Tipp abgeben, Marvin, das darfst du jetzt, bevor du hier weiter singst. Ja, komm, dann machen wir es doch einfach mal so, dass wir in einem Zuge sinnlosen Optimismus uns jetzt in einen Sturmrausch geredet haben und sagen 3-1 für die Eintracht, denn Boré trifft mal zum allerersten Mal. Wir haben einen Lammers, der sein Tor nach Vorlage Kostic gibt und auch ein Kostic trifft selbst 3-1 und der Gegentreffer, ja, keine Ahnung, den macht halt Modest. Der fiese Friese Modest, ja, denke ich auch. Ja, ich glaube auch. Patricia, was hast du denn im Angebot?
Ich will auch einen Sieg, deswegen sage ich mal 2-1 und diesmal macht man mal den Siegtreffer und hämmert ihn nicht ans Aluminium oder gegen den Torwart oder was auch immer. Man schafft einfach mal seine Chancen auch zu nutzen. Und dann ist es ein 2-1. Natürlich vergibt man wieder ein paar Chancen und kassiert auch das provisorische Tor, was immer kassiert wird. Aber ich könnte auch mit einem 2-1 leben. Marc? Ihr habt mir alles weggenommen, was ich naheliegend gefunden hätte. Also sage ich 1-0 Hinteregger, Standardsituation. Und ich glaube auch, ihr habt mich überzeugt, dass das Potenzial der Eintracht doch ein Ticken höher ist, als es momentan die Tabellensituation erscheinen lässt. Also wenn sie modest, aber über Uth haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Uth war für mich genauso weit weg vom Spitzenfußball wie Gonçalo Paciência auf Schalke. Ist Aber korrekt. das klappt gerade auch ganz gut. Also wenn Hinteregger und Endika, wenn die Defensive stabil steht gegen die beiden Stürmer, dann sehe ich keinen Grund, warum es vorne nicht klappen sollte und auch mal wieder zu Null spielen. Ich glaube, das würde sich Trapp auch wünschen, der das im Übrigen in den vergangenen Spielen gut gemacht hat. Der hat ein paar gute Saves drin gehabt. Und ja, dann gehe ich auf 1-0. Okay, ich war ein bisschen optimistischer als ihr. Ich habe mich jetzt auch in einen leichten Rausch reden lassen. Ich sage, wir gewinnen 3-0. Tore Lammers, Boré und Kostic. Hinteregger kocht Modest ab und Jakic. Schwergewichtsboxen ist Genau, das und dann. Jakic frisst Uth einfach auf. Der ist nach 90 Minuten einfach nicht mehr da. So meine Theorie. So, und jetzt wollte Marvin nochmal über das Thema der Fans sprechen. Es sind nur 25.000 drin, obwohl, habe ich das vorhin richtig gelesen, die Eintracht prinzipiell eine Freigabe hätte, tatsächlich den Steher aufzumachen und als Steher zu nutzen. Nee, also es gab keine, die haben das wieder zurückgezogen. Also es gab die Überlegung, das zu machen mit 31.000, aber dann haben sie doch gesagt, okay, sie hatten also erstmal die Anfrage gestellt, in Aussicht gestellt, aber dann ja, gab es halt auch die Problematik, dass ja dann nur geimpfte oder genesene Genau. Zuschauer hätten zugelassen werden können, und dann sind sie doch wieder auf die 25 gegangen, ne? Genau, da wollte ich quasi auch hin. Also man nutzt diese Option, den Steher aufzumachen, nicht eben, weil man sagt, wir wollen auch Getesteten die Möglichkeit geben, dort teilzunehmen. Genau. Und deswegen bleibt Ja. man kurzfristig bei den 25.000 als Maximalanzahl. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, weil im Endeffekt ist es so, die Regelung jetzt, also im Endeffekt ist es eine 3G mit 25 oder eine 2G mit 31, wenn ich das richtig verstehe. So, Ja. ne? Was Und aber, jetzt ja. weiß ich nicht, wie das tatsächlich in der Corona-Schutzverordnung des Landes Essen geregelt ist, weil zum Beispiel in der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es eine Maximalzahl, die vorgeschrieben ist, die da sich beläuft auf 25.000. Also ich weiß auch gar nicht, ob du das überhaupt überschreiten dürftest. Ich glaube, du kannst es mittlerweile schon überschreiten, weil das dann nicht, weil es nicht keine Landessache dann ist, sondern der jeweiligen Region, der jeweiligen Stadt dann obliegt, im Endeffekt das dann noch zu machen, weil du diese zwei, du hast ja die 2G-Regelung in, wie soll ich sagen, in Kraft gesetzt. Du hast ja die Möglichkeiten, die Rahmenmöglichkeiten, Dass du das jetzt damit bei, dann, bitte, was? dass du das damit dann erweitern oder umgehen kannst, indem Du du hast dann letzte Woche gab es ja neue Corona-Regeln für Hessen, und da hast du Ja. gleichzeitig die 2G-Regelung in Kraft gesetzt, dass es Okay. also möglich ist. Und dadurch, dass es möglich ist, ist auch eine Erweiterung möglich, ne? Und ansonsten, ich glaube, 3G ist es noch so, wie du sagst, da müsste ich auch nochmal reingucken, bei 25.000. Aber wenn du sagst, du machst 2G, dann ist die Möglichkeit, wie in kleinen Hallen oder in Restaurants wieder alle Leute reinzulassen, auch komplett enger bestuhlt, in Bars und so weiter und so fort, oder halt auch in Stadien mehr Leute reinlassen. Aber wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass es immer noch eine beträchtliche Zahl, glaube ich, gibt von auch Eintracht-Fans, die sich eben halt nicht impfen lassen und dementsprechend ausgesperrt würden. Und das würde die Eintracht halt ganz ungerne nur eingehen. Und sie wird ja Rückmeldungen haben, nach den ersten Spielen. Da sind ja die 25.000 auch gar nicht voll geworden.
Das ist nämlich eine wichtige Sache, Marc. Jetzt mal will ich dich mal ganz ehrlich fragen. Ja. Die 25.000 gegen Fenerbahce und die 25.000 beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart, das sah aber schon anders aus, oder? Ja, fand ich auch. fand ich auch, ja. Ich kann, ja, wie soll ich sagen, Fans verstehen, dass sie unter den gegebenen Bedingungen nicht ins Stadion gehen wollen. Das ist vielleicht mit zu viel Aufwand verbunden, mit Freischalten lassen der Tickets etc. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Angebote mittlerweile so niederschwellig, du kannst dich impfen lassen. Und wenn du geimpft bist, stehen dir andere Möglichkeiten offen. Also so, dass mir ein Stück weit auch das Verständnis dafür fehlt, wie man es nicht annehmen kann. Mhm. Weil wenn mir der Verein auch so am Herzen liegt und wenn ich über all die Jahre immer gesagt habe, dass der Support von den Rängen auch was mit den Spielern ausmacht und dem Team etwas gibt, dass es eine Wechselwirkung ist, ja Menschenskind, dann will ich doch auch wieder ins Stadion zurückgehen und dann lasse ich mich bitte schön impfen und dann bin ich wieder ein Teil dieser magischen Verbindung Fans, Mannschaft, Eintracht Frankfurt, Waldstadion. Und ja, das will mir nicht in den Kopf hinein, wie man dieses Angebot nicht annimmt. Sorry. Ja, wobei das ja nicht das Einzige ist. Also ich würde gerne, wahnsinnig gerne ins Stadion wieder zurück. Ich bin auch geimpft. Mache den Schritt aber trotzdem nicht, weil ich im Haushalt Menschen habe, die nicht geimpft sind und die ich damit einem indirekten Risiko aussetze, was ich vermeiden möchte. Also auch das gehört ja für den ein oder anderen Fan da draußen vielleicht zur Wirklichkeit dazu. Mhm. Also da gibt es ja unterschiedliche Graustufen zwischen dem Schwarz und Weiß. Die setzen zwar aus meiner Sicht in vielen Fällen oder fast ausschließlich darauf aus, dass man sich trotzdem diesem Impfthematik stellen muss. Oder sollte. Aber es gibt ja mehrere Varianten von gar nicht bis alles. Nee, klar, aber du nimmst ja auch sonst an deinem sozialen Leben teil. Du hast ja vorhin auch gesagt, also du gehst ja auch arbeiten oder bist ja, du bewegst dich ja nicht im luftleeren Raum. Zu 90% schon. Okay, gut, dann würde das jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, dann aber. So, aber das weißt du eben nicht. Also deswegen gibt es ja da auch nochmal Abstufungen drin. Und ich glaube auch, und das haben wir ja letzte Woche so ein bisschen diskutiert, dass auch wirklich viele, und dabei bleibe ich, den Fußball in den letzten anderthalb Jahren anders gelernt haben zu sehen und vielleicht wirklich der Stadionbesuch nicht mehr eins der ersten drei primären Ereignisse sind, die man wieder wahrnimmt. Da ist ganz viel in der Zwischenzeit dazwischen gerutscht. Ja, und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dazu kommt trotzdem noch, dabei bleibe ich halt ebenfalls auch, dass es schwieriger wird, ein Stadion voll zu bekommen mit nur 2G-Regelung. Und das kriegst du, also das spielt ja auch da rein, was du sagst, René, eben weil es Leute gibt, die andere Beschäftigungsmöglichkeiten sich mittlerweile gesucht haben, vielleicht nicht mehr zwingend an einem Sonntagnachmittag zu einem um 19 Uhr, was echt eine unchristliche Zeit ist, zu einem Spiel gegen einen mäßig interessanten, nicht Stuttgart ist geil, finde ich super, aber stellen wir uns da mal Augsburg vor oder sowas oder Mainz, ja, da weiß ich nicht, ob die Motivation bei allen so hoch ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht einfach ist. Unter 2G-Regelung ist es nicht einfach, auch viele Leute, die beispielsweise geimpft sind, aber ins Stadion hineinzubekommen, vielleicht auch, weil sie auch immer noch ein bisschen Ressentiments haben, leiden auch so ein bisschen unter den anderthalb Jahren, wo sie wenig Leute gesehen haben, müssen sich erstmal wieder rantasten an ein größeres Publikum, weil es ja auch die An- und Abfahrt ist, also die ja sehr, sehr vorsichtig sind. Es kommen mehrere Dinge einfach dazu. Und was die Eintracht ja versucht hatte und beziehungsweise auch gesagt hat, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das gehört habe,
als die Eintracht ihr Mitgliedertreffen hatte, war es ja doch so ein bisschen, dass das Ziel war, mehr Leute reinzulassen, um gleich und trotzdem gleichzeitig die 3G-Regelung noch zu haben. Also, dass man auch die Kapazität der Ungeimpften beziehungsweise der Getesteten erhöhen wollte. Und das ist halt jetzt etwas, was wo zumindest jetzt das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt nochmal den Hebel vorgehalten hat. Also war zumindest meine Wahrnehmung, dass das ist, wo man prinzipiell hin möchte. Aber du hast ja gerade auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses ganze An- und Abreiseszenario. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon des Öfteren gesagt, dass die Eintracht ja kein Verein ist, der seine Fans ausschließlich so im näheren direkten Umfeld hat, sondern dass du ja auch unwahrscheinlich viele Fans hast, die von Kassel bis runter in den Westerwald dann da am Wochenende anreisen, wo du natürlich auch ganz andere Anreise Szenarien dann hast, die du natürlich in so einer Thematik immer auch mitbedenken musst. Und es ist das eine zu sagen, ich stelle mich jetzt 120 Minuten inklusive Halbzeitpause in so ein Fußballstadion an der frischen Luft. Und ich setze mich dann davor und danach nochmal 2 Stunden in die Bimmelbahn, um wieder nach Fulda zu kommen oder irgendwas. Das ist halt auch nochmal so eine Thematik, die du da irgendwie mit bedenken musst. Genau, finde ich sehr gut, dass du es nochmal erläutert hast, weil die Länge der Anreise kann ein Problem darstellen. Und ist natürlich, dann kommt es nochmal auf die Anstoßzeiten ja dann auch noch drauf an. Also du hast es eben sehr, sehr gut zusammengefasst. Und wie gesagt, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, um den Punkt nochmal zu untermauern. Es ging tatsächlich darum, dass Hellmann am Samstag gesagt hat, er will 31, er wünscht sich 31 unter 3G-Regelung. Das heißt, dass dann im Endeffekt, und das wäre ja sogar realistisch gewesen, ich glaube, dass 31.000 Fans unter 3G-Regelung mit der Aufweichung von Sitzplätzen auf Stehplätzen hin gerade in den Anhängerbereichen. Das war ja eigentlich so, hätte es geklappt, wäre das übrigens eine sehr, sehr gute Annäherung gewesen an die Ultras, die ja keine Vorgaben sich, glaube ich, intern gegeben haben, wo wir jetzt nichts gehört haben. Und wo das ja eine Möglichkeit gewesen wäre zu sagen, wir haben jetzt beispielsweise die Stehplätze wieder initiiert. Also ihr könnt da stehen, es ist 3G, das heißt ein gewisser Betrag von 2.000-3.000 würde dann wahrscheinlich an euch gehen. Ihr könnt wieder komplett Platz nehmen und ich glaube mit 31.000 unter diesen Regelungen hättest du wahrscheinlich das Stadion auch voll machen können. Das wäre der Optimalfall gewesen. Jetzt kommt es halt erst nochmal anders. Ja, ich kann die Entscheidung der Eintracht da durchaus verstehen. Wobei ich glaube, sie sich dann auch überlegen müssen, wie lange sie das in irgendeiner Art und Weise durchhalten, weil ja auch und im Rahmen der Mitgliederversammlung ganz klar gemacht wurde, dass die Eintracht Frankfurt Fußball AG gewisse Einschränkungen oder Einschnitte durch diese anderthalb Geschäftsjahre jetzt vermelden musste. Da stand irgendwie, glaube ich, ein Verlust von 40 Millionen in Summe im Raum und man ja auch zum gewissen Grad darauf angewiesen ist, so ein Stück weit wieder mehr in diesem Zuschauerbetrieb zu haben, um da auch wieder Einnahmen zu generieren. Also über kurz oder lang wird man sich da halt auch irgendwie überlegen müssen, wie man mit dem Thema weiter umgeht. Ja, definitiv. Aber jetzt erstmal 25.000 gegen Köln. Und ich hoffe zumindest, dass eine ähnliche Stimmung wie in den letzten Spieltagen da herrscht. Dann kann man zumindest den Fußball wieder, finde ich, etwas mehr konsumieren als vorher noch. Mit mehr Emotion, ja, das stimmt. Also frag mal meine Familie, da war viel Emotion am Fernseher. Okay. Ich scheine ja zumindest auch am Donnerstag einer der wenigen gewesen zu sein, bei denen hieß es TV Now. Ich habe ganz viele auf Twitter gelesen, da hieß es TV Not Now. Also zumindest, was man so den Tweets entnehmen konnte. Ja, es war schon gewollt, also es war schon sehr, sehr gewollt spaßig gemacht. Ich konnte mit der Übertragung auch nicht sonderlich viel. Ich hatte Spätdienst. Ich war nicht im Stadion, ich hatte Spätdienst. Und da ist es obligatorisch, dass man das Spiel komplett verfolgt. Und da, ja, es war schwierig. Man hat sich ja an vieles schon gewöhnt, so rund um diese Fußballberichterstattung. Aber das war auch, es war nicht meins. Patricia, hat es bei dir wenigstens im Stream nicht gejuckelt? Oder, weil ich habe gehört, er hat oftmals Probleme gemacht. Anfangs hat es auch bei uns geruckelt. Also
Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, okay, es ist so oder so schon Hickhack, dass das jetzt irgendwie, dass du, was weiß ich, du musst immer suchen, welches Spiel läuft wo und dann kommt jetzt ein neuer Streamingdienst hinzu und das ist sowieso schon ein Ärgernis an sich. So, dann habe ich es angemacht und dann hing das, also hat sich dann aufgehängt irgendwie und dann lief es wieder und dann hat es geruckelt und ja, das war anfangs holprig, am Ende lief es dann aber eigentlich ganz gut. Berichterstattung drumherum habe ich tatsächlich gar nicht verfolgt, also ich habe nur das Spiel gesehen und direkt danach, glaube ich, auch wieder ausgemacht. Klingt jetzt auch so, als wäre es die bessere Wahl gewesen, aber ja, also es war holprig, wobei das halt bei vielen anderen Streamingdiensten halt auch öfter mal der Fall ist. So fair muss man sein. Das war vor allem auch am Anfang bei DAZN war das auch oft so. Ja. Und ist immer noch bei irgendwie stark frequentierten Übertragungen ist das ja immer noch so. Deswegen, klar, aber es ist natürlich ärgerlich. Also es hat mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgeregt. Ich war, glaube ich, leicht gereizt am Anfang der ersten Halbzeit. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber was ich so gelesen, ich habe jetzt nur mal eine Grafik gesehen. Ich weiß nicht genau, wie viel Hunderte, Tausende das jetzt mehr sind. Aber ich habe schon gesehen, deswegen der Eintracht, also auch jetzt um das Spiel der Eintracht, die Abozahlen von TV Now deutlich gestiegen sind. Ich sage jetzt mal, es wäre nur die Eintracht gewesen. Es könnte auch generell mit der Europa League zu tun haben. Aber es ist schon eine deutliche Ansage. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich habe auch lange überlegt und habe dann doch auch am Donnerstagabend dann da noch das Abo eine Stunde vorher geklickt. Also ich glaube schon, dass da der eine oder andere auch gerade überlegt, wenn du jetzt mal so im Verhältnis, was du irgendwie bei so einem Sky-Ticket-Gedöns im Monat hinlegen musst, dafür, dass du da ja auch irgendwie nur noch die Hälfte der Spiele gucken kannst und was du dann bei RTL für das TV Now Angebot da anwerfen kannst. Also da sind schon auch noch Welten dazwischen. Ja. Das stimmt. Und für 5 Euro, 2 Euro League-Spiele der Eintracht sehen. Ja, also was kannst du denn mit 5 Euro Besseres machen gerade? Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich finde aber, der Alex schreibt auch gerade, worüber wir auch mal generell sprechen könnten, ist die Frage, es ist schon ziemlich absurd, dass man mittlerweile irgendwie so 4, 5 Abos haben muss, um irgendwie seinen Lieblingsverein zu verfolgen, insbesondere wenn er noch im DFB-Pokal weitergekommen ist. Ne? Also das ist schon krass. Ich habe mich damit irgendwie abgefunden. Also ich, so ähnlich wie man bei der Wahl ja jetzt sagen würde, Hauptsache Laschet wird es nicht am Ende, ist für mich in dem Fall bei dem Thema Fußball-Abos Hauptsache nicht Sky. Ich akzeptiere alles drumherum, auch zu relativ okayen Preisen. Hauptsache am Ende Sky kriegt nicht meine Kohle. Das ist meine einzige Devise, mit der ich da jetzt noch an diese Thematik rangehe. Wie machst du das, Marc? Hast du für dich gesagt, du machst jetzt halt auch einfach alles oder bist du eher immer in der Redaktion und da ist es eh klar? Nein, das ist ja unter Pandemiebedingungen ist das ja schon durchaus ein Thema. Ne? Also wir sind auch viel im Homeoffice und du musst es trotzdem verfolgen. Nee, also wir haben auch fast alle, wir haben von TV Now über DAZN, über Amazon Prime, wir haben das komplette Paket und ich empfinde es so wie ihr auch. Ich empfinde es als schwierig. Es ist nicht leicht eingängig. Ich bin mittlerweile, ich muss es hier sagen, ich oute mich als DAZN-Fan. Mhm. Ich finde die Herangehensweise, die Spiele ohne viel Tamtam davor und danach, ich will das nicht mehr. Ich will kein Erik Meier am Touchscreen von links nach rechts, von oben nach unten und in Lothar Matthäus brauche ich schon gar nicht. Damit kann ich was anfangen, aber auf der anderen Seite, wenn das System Fußball nun mal so viel Geld erlöst, wie es Herr Seifert, ist es ihm ja gelungen, die Erlöse in absonderliche Höhen zu treiben, naja, dann dass die anderen Player dann auch mitspielen wollen und sagen, ich hätte gerne 14,99 € von dir, lieber Kunde. Ja, das ist dann nun mal so. Und das ist dann auch vielleicht ein Stück weit, dass der Fußball das Rad dann auch irgendwann überdreht hat, dass die Leute abspringen und das dann sagen, ich mach's nicht mehr mit. Mhm. Und wenn das dann nicht, also wenn sich die Zahlungen, die Bundesliga generiert, nicht wiederfinanzieren lassen, also nicht als Erlöse wieder einspielen lassen, ja, dann springt auch so ein Anbieter wie DAZN oder wie Amazon dann auch irgendwann nochmal wieder ab. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, das ist, ich finde es, ja, ich, ähm,
Ich bin sehr gespannt, wie diese Entwicklung ist, weil diese Diversifizierung der unterschiedlichen Plattformen, für mich war es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich jetzt TV Now aus verschiedenen Pandemiegründen jetzt eh schon hatte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Are You The One oder so mich durch die Pandemie gebracht hat, aber viele andere Sachen auch. Also insofern ist es nicht, also ich, so ein bisschen Trash-TV muss sein, insofern ist jetzt alles okay, ja. Aber ich kann auch die Leute wirklich verstehen, die sagen, jetzt wird's mir zu viel, und ich bin auch gespannt, ob sich das refinanziert. Das weiß ich aktuell nicht. Ich bin mal gespannt, wie am Ende der RTL dann sagt, okay, das hat sich gelohnt, das hat sich nicht gelohnt. Was ich jetzt aus dieser Perspektive sagen kann, ist, dass sie ja sehr streng mit ihren Regelungen sind, dass sie beispielsweise relativ wenig von anderen Plattformen zulassen. Also in der Berichterstattung, dass auch andere Plattformen nicht so einfach dann dahin kommen, und dass auch so Interviews oder so eher außerhalb dann möglich sind. Das finde ich schon krass. Also dass sie, da kann nämlich TV Now bzw. RTL auch so ein bisschen bestimmen, und sie schon versuchen, das meiste damit zu machen. Beispielsweise gab es vor dem Spiel ja dann auch eine kleine Sendung mit Celo und Abdi, zwei Frankfurter Eigengewächse, auch Eintracht-Fans, FSV-Fans, die sie dann im YouTube-Stream dann drin hatten. Also da wird schon viel versucht, dann rauszuholen. Da. Was ich auch mal interessant fand, war, dass sie halt auch komplett auf irgendwelche Halbzeit-Interview-Analysen-Gedöns im Stream verzichtet haben, sondern halt einfach die 15 Minuten die Highlights gezeigt haben. In der Endlosschleife. Ja. Ob man jetzt unbedingt jedes, sie haben wirklich konsequent für jedes Highlight jede einzelne Kameraperspektive gezeigt. Also 12 Kameras, dann hast du halt eben dasselbe Tor 12-mal gesehen aus der Nahaufnahme und so weiter. Das haben sie vielleicht ein bisschen überdreht, aber ich fand tatsächlich die Variante mal zu sagen so, komm, wir zeigen jetzt einfach nochmal die Highlights, und wir machen hier nicht irgendwelche, ich stelle dir irgendwie drei lustige Fragen, die ich mir irgendwie gerade aus dem Automaten gezogen habe. Fand ich mal eine spannende Variante. Also am Ende bekommen die jetzt auch noch Lob, also was ist das hier für ein Podcast heute? Das weiß ich auch nicht. Aber wir wollten auch noch mal kurz über die Mitgliederversammlung reden. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach angedeutet. Ich fand grundlegend bei der Mitgliederversammlung zwei Sachen, neben denen, die wir schon angesprochen haben, extrem interessant und wertvoll. Zum einen, wir sind einer der wenigen Vereine, die in der Corona-Zeit tatsächlich einen Zuwachs an Mitgliedern gewonnen haben. Wir sind nach wie vor von der Mitgliederzahl der fünftgrößte Verein und haben Mitglieder dazu gewonnen, was ich schon mal finde, was weiterhin sehr positiv für die Eintracht spricht. Und sie haben sich sehr konsequent gelobt, wie das Zusammenspiel zwischen Verein und AG funktioniert, und sich sehr offensiv gegen eine Aufweichen der 50+1 Regel ausgesprochen und stattdessen eher gefordert, dass ja Vereine, bei denen das heute nicht ist, wieder in so einen Vereinsmechanismus zurückgeführt werden müssen. Also etwas, was, glaube ich, dem Fußballfan mehr als nur aus der Seele spricht, dass man tatsächlich an diesem Weg festhält und weniger die Durchkommerzialisierung der Vereine da an dieser Stelle zulässt. Ich fand noch eine andere Szene bezeichnend. Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen und gelesen. Peter Fischer hat verstanden, welche normative Kraft dieser Club auch hat, und dass, wenn man 7 Tage vor der Bundestagswahl als Verein Eintracht Frankfurt so eine Bühne bietet, zu sagen, auf der einen Seite habt ihr, liebe Mitglieder, das wichtigste Kreuz schon gemacht, weil ihr seid Mitglied geworden bei Eintracht Frankfurt, aber egal was jetzt kommt, geht bitte am nächsten Wochenende wählen und wählt, bleibt bunt, stabil, gesund, aber macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Und das finde ich, wenn Fußballvereine, wenn gesellschaftliche Gruppen so verantwortungsvoll mit ihrer Rolle umgehen und in der Öffentlichkeit Werbung für so Demokratie wichtige Dinge oder für so wichtige Dinge für die Demokratie tun, dann finde ich, das klingt immer so beiläufig, aber es ist einfach, er kann reden und er hat es gut gemacht und er hat die Chance genutzt. Ja. Du sprichst es sehr richtig an, finde ich gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich hatte das jetzt auch schon wieder vergessen. Genau, das macht er. Und ich meine, es gibt ja keine Wahlempfehlung, aber das finde ich, hätte ich jetzt in seine Position vielleicht auch gar nicht richtig gefunden. Es geht nicht darum, ne? Aber dass er halt sagt, hier,
Leute, geht wählen, bleibt im demokratischen Prozess verbunden und ja, macht eure Stimme gehört. Das finde ich auch gut. Und ich glaube, das ist auch so eine Wirkung, die ja natürlich in den letzten Jahren auch, ja, wie soll ich sagen, auch sehr verstärkt hat, wo er sich deutlich eingesetzt hat, auch gegen Gegenwind und so weiter und so fort eingestiegen ist. Und ich glaube, das hilft diesem Verein auf jeden Fall. Fand es eine gute Angelegenheit. Und ich glaube, das ist alles, was man machen kann. Ne? Ich glaube, weiter muss es gar nicht gehen, aber zu sagen, Leute, Popo hoch, wählen, das ist gut. Ja, also es passt ja zu dem Gesamtbild, den wir von diesem Verein Eintracht Frankfurt schon seit längerem haben und hier auch immer wieder erwähnen. Man ist sich der Verantwortung bewusst, man steht zu seinen Werten, man formuliert diese Werte auch ganz klar und man nutzt es und man inkludiert auch, also man bezieht auch die Fans mit ein. Die sind nicht irgendwer, sondern die sind halt Bestandteil dieses Gesamtwerkes Eintracht Frankfurt und das wird halt auch gewertschätzt und ich finde, das ist im Vergleich zu manch anderem Verein ist das ein großes Gut, was wir da haben. Genau. So, jetzt haben wir ganz viel positive Dinge erwähnt, jetzt darf der Marvin noch eine letzte positive Dinge in den Empfehlungen erwähnen und dann machen wir Schluss für heute. Ich suche nur gerade noch den Jingle, der ist hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Jetzt bin ich gespannt. Ein wirklich tolles Jingle, muss man sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du von unserem Jingle die Überleitung zu deiner Empfehlung schaffst. Ja, ich mache einen ganz kleinen Break und sage, geht erstmal wählen, das ist meine erste Empfehlung. Ja. Wenn wir das jetzt schon bei Peter Fischer loben, müssen wir es auch selber einhalten. Ich habe jetzt meine Briefwahl schon lange gemacht, also gar so lange ist gar nicht her, aber liebe Leute, macht das noch, ihr habt noch die Möglichkeit sogar selbst jetzt noch Briefwahl zu machen, das schadet definitiv nicht. Wenn ihr beispielsweise sagt, ihr wollt noch Briefwahl machen, dann könnt ihr das jetzt noch sogar beantragen, aber keine Angst, es ist auch auf jeden Fall sicher, wenn ihr in das Wahlcenter eures Vertrauens dementsprechend geht, das Wahllokal, da wird auch drauf geachtet, je nachdem, ob ihr geimpft seid oder nicht, das Schutzvorkehrung auch gar kein Problem. Macht das einfach, es hilft, es ist, glaube ich, ich würde schon einfach sagen, das ist das Einzige, was ihr mir hoffentlich erlaubt zu sagen, die wahrscheinlich die wichtigste Wahl der letzten 16 Jahre und auch mit dementsprechend entscheidenden richtungsweisen Entscheidungen muss man dann dementsprechend schauen. Also geht wählen, macht das. Und eine andere Empfehlung habe ich auch noch für euch und zwar eine wunderbare Doku-Reihe und zwar von Mariska Lief, eine Kollegin von mir und die hat jetzt eine Doku rausgebracht zum Thema Hip-Hop in Deutschland, Dichtung und Wahrheit. Und im Endeffekt geht es nicht nur Hip-Hop in Deutschland, sondern eigentlich um die Zentrale des Hip-Hop in Deutschland, und zwar Frankfurt. Also hat mit allen Größen dieser musikalischen Richtung gesprochen, dieser Kunstrichtung, sei es Die Flame, sei es Moses Pelham, sei es Haftbefehl, sei es Sabrina Setlow, alle am Start, 4x30 Minuten, hat sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich weiß, wie unfassbar aufwendig diese Doku war, ist nach Berlin gefahren, hat mit Newcomern wie Liz gesprochen. Alles drin. Ich habe mir die erste Folge schon angeschaut und bin absolut, ich habe den Trailer erst gesehen, habe absolut umgehauen, weil das eine moderne Präsentation, eine moderne Erzählweise war. Da bin ich ja sowieso manchmal positiv überrascht, wie der erst dann auch hinschafft, auch moderne Dinge dann zu etablieren. Ja, aber das, da siehst du, wenn du junge Leute dran lässt, die sich da mit der Thematik dann auskennen und auch so viel Herzblut reinstecken, dann wird das gut. Schaut's mal euch an, wenn ihr euch für Hip-Hop interessiert oder zumindest für die Stadt Frankfurt. Kann gut sein. Klingt extrem spannend, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ist auch heute erst rausgekommen. Ein aktueller Tipp. Ja. Sehr schön. 4x30 Minuten. Okay, also ich weiß, was ich demnächst mit meiner Zeit anfange. Sehr schön. Habt ihr sonst da draußen noch Empfehlungen? Marc, Patricia, habt ihr noch was? Nee. Also ich bin das erste Mal bei euch zu Gast gewesen. Es war sehr angenehm. Es war eine schöne Gesprächsatmosphäre. Ich hoffe, das wird sich irgendwann fortsetzen lassen. Danke dafür. Bitte gerne. Danke, dass du da warst. Beim nächsten Mal bin ich dann auch vorbereitet und kann noch so ein Giveaway vielleicht hinten raus mitgeben. Aber nein, jetzt spontan fällt mir nichts mehr ein, um noch so einen Rausschmeißer anzubieten.
Alles gut. Wunderbar. Hat aber auch so gepasst, auch in so Vorbereitung. Mach dir da wirklich keine Gedanken. Das war okay. Super. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Genau, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mit deinen Eindrücken zur Eintracht heute ein bisschen zu unterstützen. Ja, würde ich sagen, dann machen wir den Sack zu. Ihr da draußen habt jetzt ein ziemlich klar umrissenes Programm. Irgendwann bis Samstag guckt ihr die Doku, die Marvin euch empfohlen hat. Samstag guckt ihr die Eintracht. Sonntag geht ihr wählen. Montag schaut ihr bitte den Kollegen von Fußball 2000 zu und Dienstag sind wir dann wieder für euch am Start, werden über hoffentlich viele Tore und 3 Punkte für die Eintracht gegen Köln sprechen und ein bisschen Ausblick haben auf das Thema Euroleague, Antwerpen und den FC Bayern. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.